Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, ich freue mich, dass Sie und dass auch so viele Gäste heute Abend hier sind. Und ich freue mich insgesamt über Ihr großes und anhaltendes Interesse an dieser Vorlesungsreihe. Ich bin Anke Kaiser-Pezeiler, ich bin Präsidentin der TU und kann jetzt auch mal dabei sein. Ich habe viele Abendtermine, deswegen gelingt mir das leider selten, deswegen muss ich leider auch eher weg. Aber ich finde es toll, dass Sie diese Vorlesung so wahrnehmen, dass Sie die auch selbst initiiert haben. Und ich möchte mich dafür auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, stellvertretend bei Herrn von Galen vom AStA, für alle Kolleginnen und Kollegen aus dem AStA und gleichzeitig aber auch bei Herrn Meuer, der ja sowohl im AStA ist, als auch in der Gruppe Students for Future von unserer TU. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Sie haben das alle alleine gemacht. Sie haben da ganz viel Arbeit rein investiert in diese Vorlesung. Und die investieren auch ganz viel Arbeit in den AStA, in die Vertretung von Ihnen. Und ja, da möchte ich auch nochmal sagen, aus Seiten der Hochschulleitung, weil wir ja auch viele Dinge miteinander besprechen, viele Dinge miteinander verhandeln. Und uns ist das wichtig zu wissen, was Sie, die Studierenden, wollen. Ja, und Sie wollten diese Vorlesung und das konnten wir gemeinsam möglich machen und dafür die Arbeit, die haben Sie aber übernommen und dafür Ihnen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, und ich glaube, ganz großen Dank sind wir auch schuldig, Wolfgang Durner, der derzeit Vizepräsident für Lehre und Studium ist und auch die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit leitet. Und Herr Durner hat sich bereit erklärt, zukünftig als Universitätsbeauftragter sich ganz besonders um das Thema Nachhaltigkeit zu kümmern. Und er wird damit auch Ansprechpartner für diese Vorlesung bleiben, aber auch für viele andere Themen rund um das Gebiet der Nachhaltigkeit auf unserem Campus. Und das ist ein großes Gebiet, was natürlich auch Bau umfasst, was aber auch so Themen wie Infrastruktur, Themen wie Verkehr umfasst. Und ja, lieber Wolfgang, ich danke dir dafür herzlich. Das ist eine tolle Aufgabe, die du übernommen hast, dass du das machst. Und ja, ich hoffe, dass es weiter da so eine gute Zusammenarbeit auch mit Ihnen, den Studierenden, gibt und natürlich auch mit unserem AStA, der Sie alle vertritt. Also auch an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, und dann möchte ich mich natürlich bedanken bei unserem Vortragenden. Herr Dr. Braungart ist zu uns gekommen von der EPE, ist jemand, der wirklich auch weltweit nachgefragt ist. Und deswegen finde ich das ganz toll, Herr Braungart, dass Sie sich entschlossen haben, zu uns, zur TU Braunschweig zu kommen und dass Sie bei uns heute Abend hier vortragen werden. Wir kennen Sie aus vielen anderen Zusammenhängen. Im Internet findet man ganz viel von Ihnen. Und ja, wir sind wirklich stolz, dass Sie da sind. Herzlichen Dank, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Okay, schöne Worte, danke sehr, liebe Frau Anke Pezeiler. Ja, ich kann natürlich auch erstmal persönliche Worte nicht den gesamten Lob auf mich nehmen und drauf sitzen bleiben. Also ihr seht das ja immer, hier wuseln viele Leute immer hin und her und hinter ihnen stehen auch nochmal der Rest der Students for Future und auch vom AStA. Also der Lob gehört uns allen, würde ich sagen, und für die unter euch, die auch Interesse an sowas haben, so etwas hier mal auf die Beine zu stellen, kommt gerne zu uns. Hier sieht man es nicht, aber hier sieht man unsere verschiedenen Arbeitskreise und unser Plenum, in dem wir uns immer organisieren, jeden Donnerstag um 20 Uhr im Grotrian. Also kommt gerne vorbei, schließt euch der Sache an, wo wir gerade dabei sind. Auch nochmal kurze Werbung für die Demo am kommenden Freitag um 11.30 Uhr geht es am Schlossplatz los und man wird in Richtung Hauptbahnhof ziehen und dort dann gemeinsam nach Magdeburg fahren, um sich dort der Demo anzuschließen. Also bei Interesse seid ihr alle herzlich eingeladen. Ansonsten möchte ich euch im Namen der Uni zu dem Hackathon gerne einladen. Das ist ja durchaus in unser aller Interesse, die auch Interesse an einer Veranstaltung wie dieser haben. Ihr könnt euch dort anmelden, online, müsst ihr euch besser gesagt für die Teilnahme dort anmelden. Es wird Verpflegung geben den ganzen Tag. Ab 9 Uhr ist die Begrüßung.
Es wird ein Preisgeld geben für die, die erfolgreich sind. Einen Credit Point kann man haben. Und erfolgreiche Projekte oder die Gewinnerprojekte werden durch den Sandkasten begleitet. Also eine gute Möglichkeit für euch, eure Ideen richtig ins Rollen zu bringen. Und ansonsten, ja, da die Vorstellung jetzt doch sehr lang war und meine Liste von Sachen, die unser lieber Vortragender gemacht hat, noch länger ist, möchte ich euch einfach nur bei den Worten belassen. Wir haben einen sehr hochkarätigen Vortragenden heute, Herrn Dr. Professor Michael Baumgart. Und ja, wenn ihr sehen möchtet, was er alles für Qualifikationen hat, könnt ihr einfach nachschauen. Es ist besser zu fragen, welche er nicht hat. Aber ohne weitere Umschweife würde ich gerne damit das Wort an den Herrn Baumgart abgeben. Ja, guten Abend zusammen. Ich habe Herrn Meuer gesagt, ich bin unvorstellbar. Und insoweit, als ich habe Herrn Meuer gesagt, ich bin unvorstellbar, insoweit gesehen, ich bin nicht in dem Alter, wo inzwischen die Vorstellung über das, was ich bisher gemacht habe, dann länger dauert als der Vortrag, den ich nachher halten darf. Und insoweit ist es besser, das einfach wegzulassen. Im Internet stehen ein paar falsche Dinge drin. Da steht drin, dass ich ein halbes Jahr in einem Baum gelebt habe. Das stimmt nicht, wirklich nicht. Ich bin von Hause aus Chemiker und ich war auch mal hier in Braunschweig, weil mein Bruder Wolfgang hat hier mal studiert an der Kunsthochschule und gleichzeitig hier. Er hat heute einen Lehrstuhl in Bielefeld für neuere Literatur und ich habe immer noch eine gute Erinnerung, weil als Student hatte ich nicht viel Geld und ich habe ihm dann geholfen, so eine Kunstinstallation zu machen. Und dann war ich beim Essen hier in der Mensa und dann habe ich so ein Pflaster in der Suppe gefunden. Und dafür durfte ich dann einen ganzen Monat kostenlos in der Mensa essen dazu. Also vielleicht ein Tipp, wenn Sie kostenlos in der Mensa essen wollen, kann ich Ihnen ein Pflaster auch ausleihen. Ich habe mich da verletzt am Finger. Ich muss Sie am Anfang ein bisschen enttäuschen. Also, Sie denken, dass man die Umwelt schützt, wenn man nicht mehr fliegt. Also wenn Sie nach Magdeburg mit dem Zug fahren, schützen Sie die Umwelt so. Oder schützt die Umwelt, mach weniger Müll, verbrauche weniger Wasser. Das ist aber gar kein Schutz. Das ist nur weniger Zerstörung. Das wäre so, wenn ich sagen würde, schütz dein Kind, schlag es nur 5-mal anstatt 10-mal. Ja? Also Sie könnten zum Beispiel etwas machen in der Logik, in der Mensa hier Bohnengerichte verbieten, das würde 2 Liter Methan pro Person einsparen als Treibhausgas. Aber es würde trotzdem die Umwelt nicht schützen, es würde nur weniger zerstören. In dieser Logik zum Beispiel hat ein Land wie Polen zum Beispiel oder selbst die DDR trotz hoher lokaler Belastungen die Umwelt besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Ja, die hatten nicht das Geld, die ganzen Feuchtgebiete kaputt zu kriegen. Darum ist es nicht die Frage, sozusagen, wie können wir möglicherweise durch Effizienzsteigerung etwas erreichen, denn es würde bedeuten, dass man vielleicht die falschen Dinge perfekt macht und damit perfekt falsch. Ich habe gerade 2 Masterarbeiten in Ägypten betreut, da liegt meterhoch Plastik herum und es lohnt sich einfach, es nicht einzusammeln, weil man es immer dünner gemacht hat, immer leichter und das Waschen des Plastiks kostet 4-mal mehr als der Wert des Plastiks. Das heißt, man muss erstmal fragen, was ist das Richtige und nicht, wie mache ich es richtig. Und im Augenblick sozusagen optimieren wir die falschen Dinge und ich will Ihnen da viele Beispiele geben. Vielleicht ein ganz einfaches davon, wir verwenden 21% unserer landwirtschaftlichen Fläche in Europa, um Biotreibstoffe zu machen. Das sind 313.000 Quadratkilometer. Das ist ziemlich unsinnig, weil wenn ich Mais anbaue, verliere ich zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Dabei ist der überwiegende Menge an Kohlenstoff im Boden gespeichert. Zur gleichen Zeit importieren wir die Fläche Frankreichs als Futtermittel aus Lateinamerika. Das heißt, das hilft uns gar nicht, so weiterzumachen. Wir müssen fragen, erstmal, was ist wirklich richtige Landwirtschaft und nicht, wie können wir das Bestehende ein bisschen weniger schädlich machen. Auch wenn wir unseren ökologischen Fußabdruck halbieren würden, wären wir immer noch viel zu viele Menschen auf der Welt. Das heißt, es ist kein realistisches Szenario. Es hat zu tun mit Religion, ganz viel davon, was wir gar nicht reflektieren. Zum Beispiel
Sie wissen ja selber, Sie möchten klimaneutral sein, der Campus. Oder Braunschweig möchte klimaneutral sein. Ja? Ich meine, wie absurd. Und die beten das alle nach, so wie bei des Kaisers neuen Kleidern. Oder Sie werden wieder für Klimaneutralität demonstrieren. Sie können nur klimaneutral sein, wenn Sie nicht existieren. Das ist die allereinzige Chance. Ja? Und außerdem, wie kann man so dumm sein? Kein Baum ist doch klimaneutral. Also ein Baum ist doch gut fürs Klima. Ja? Das hat mit Religion zu tun. Die Religion sagt, du bist böse. Und ich meine, bei Ihnen, Frau Präsidentin, mag es ja zutreffen. Und nur Gott kann dich erlösen. Ja? Also ich kann gar nicht gut sein. Ich kann nur weniger schlecht sein. Und das höchste weniger schlecht sein, ist neutral zu sein. Ja? Das heißt, wir können nicht gut sein, aber für weniger schlecht sind wir zu viele. Das heißt, wir müssen uns die Dinge nochmal neu und anders anschauen. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel geben. Am 9. April 1965 ist mein Onkel Gebhard gestorben. Es war mein Lieblingsonkel und er ist gestorben daran, dass seine Nieren versagt haben und es damals noch keine Nierentransplantation gab. Und dadurch ist er eben gestorben, weil es noch nicht Stand war der Medizin. Heute sterben die Leute, obwohl es die Technik dafür gibt, aber weil es nicht genügend Nieren gibt, die man verpflanzen kann dabei. Morgen wird im Bundestag entschieden, entweder um eine Zustimmungsregelung oder um eine Widerspruchsregelung. Aber beide sind im Prinzip absurd. Ja? Also warum? Ich bin als Mensch etwa in der kapitalistischen Welt 300.000 Euro wert. Warum soll ich meine Organe spenden, wenn alle anderen damit Geld verdienen? Ist doch absurd. Eine Niere ist mindestens 80.000 Euro wert davon. Wie wäre es, wenn die Fridays for the Future Bewegung sagt, wir wollen, wenn wir zu Tode kommen, gucken, dass der Vorteil daraus entsteht, für echten Klimaschutz eingesetzt wird. Dann könnte ich was tun. Dann hätte ich auch Geld tatsächlich dafür. Aber ich bin es doch wert. Alle anderen verdienen doch Geld dabei. Wenn alle ehrenamtlich arbeiten würde, würde ich auch meine Organe spenden. So komme ich jetzt zu einer Zustimmungslösung, die nie die notwendigen Spenderzahlen natürlich gibt, oder zu einer Ausweidelösung. Ja? Ich meine, so wie ein überfahrenes Karnickel werde ich dann ausgeweitet, wenn ich mich nicht dagegen gewehrt habe. Das sind beides absurde Dinge. Warum bin ich nicht was wert? Und dann könnte ich doch sagen, ich möchte für gemeinnützige Zwecke das Geld, was damit erlöst wird, eine Krankenkasse spart durch eine Niere, die übertragen wird, etwa 80.000 Euro ein, weil die Dialyse für 10 Jahre etwa das an Kosten allein bedeutet, abgesehen von der Lebensqualität. Dann hätte man genügend Organe und hätte gleichzeitig eine Einnahme und die Krankenkassen können das doch bezahlen. Das heißt, wir müssen überlegen, was das Richtige wäre und nicht, ob es besser ist, erhängt zu werden oder erstochen. Ja. Und im Augenblick ist es so, dass wir die falschen Dinge perfekt machen und damit perfekt falsch. Ich will Ihnen da eine Reihe von Beispielen geben. Sicherlich kann man sozusagen so ein Gebäude rekonstruieren, aber es war ein jämmerliches Leben. Wir haben keinen Grund, zurückzuschauen und zu sagen, how dare you, sondern wir haben tatsächlich vieles erreicht. Aber es bedeutet, die Dinge nochmal neu zu sehen. Wir reden, wenn Sie Cradle to Cradle, worüber ich vortragen will, lesen, dann steht im Internet, das ist eine Welt ohne Abfall. Ja, aber das ist Quatsch, weil dann denke ich ja immer noch an Abfall. Das ist so, wenn ich Ihnen sage, denken Sie nicht daran, wie Donald Trump nackt aussieht. Ja, oder denken Sie nicht an einen rosa-roten Elefanten, was so ziemlich dasselbe ist. Ja, davon. Dann denken Sie immer noch natürlich daran. Also wenn Sie an Abfall frei denken, denken Sie immer noch an Abfall. Das heißt, es geht mir ausdrücklich darum, die Dinge neu zu erfinden. Und das heißt, hier ganz einfach zu unterscheiden zwischen Dingen, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen und Dingen, die nur genutzt werden. Wir haben die falschen Dinge perfekt gemacht. Als ich ein Kind war, haben die Autoreifen nur halb so lange gehalten, wie sie heute halten. Und dann denkt, das ist gut für die Umwelt, weil man braucht ja weniger Autoreifen. Aber es werden 470 Chemikalien verwendet, um Autoreifen herzustellen. Vorher blieb der Reifenstaub auf der Straße, jetzt wird er eingeatmet. Ja? Vorher blieb er auf der Straße, jetzt ist über die Hälfte des Mikroplastiks in der Elbe Reifenabrieb. Das heißt, man hat das Falsche perfekt gemacht. Anstatt zu fragen, was ist richtig, ja, was ist das Richtige am Anfang sozusagen.
zum Beispiel Bremsbeläge, ja, da steht drauf VW oder Ford, da steht drauf, diese Bremsbeläge sind frei von Asbest. Ja. Denkt jeder, toll, frei von Asbest, die tun was. Ich untersuche, was ist stattdessen drin. Ja. Es ist Antimonsulfid, das ist viel stärker krebserzeugend. Ja. Also, das heißt, wir müssen positiv definieren, was es ist. Alles, was kaputt geht, allein wir geben 109 Gramm Mikroplastik an Schuhabrieb jedes Jahr in die Umgebung ab dazu. Dies muss gemacht werden, dass es für die Biosphäre geeignet ist. Ja, wir nehmen jetzt in der Woche nach WWF-Untersuchungen davon über 5 Gramm Mikroplastik auf als Person. Das ist so viel, wie eine Kreditkarte etwa wiegt. Ja. Und es gibt die ersten Untersuchungen auch über Mikroplastik im Gehirn und auch über Verhaltensänderungen durch Mikroplastik. Das heißt, wir haben dringend zu handeln. Es hilft uns nicht, das etwas weniger schädlich zu machen. Und noch etwas, es geht mir nicht um Nachhaltigkeit, ganz ausdrücklich. Tut mir wirklich leid, aber Nachhaltigkeit ist stinklangweilig. Ja. Wenn ich Sie frage, wie geht es Ihnen so, Frau Präsidentin, mit Ihrem Mann, was sagen Sie dann nachhaltig? Ja? Dann sage ich herzliches Beileid. Ja. Das ist ja gerade das Minimum, das ist so wie kompostierbar. Ja. Und also die Definition von Nachhaltigkeit ist doch völlig absurd. Ja. Die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden. Kommen Sie mal doch nach Hause und sagen Ihren Kindern, dass Sie nicht schaden wollen. Ja. Wollen wir nicht gut für unsere Kinder sein? Kommen Sie nach Hause und sagen, ich bin heute kinderneutral. Ja. Was für ein Blödsinn. Aber bei klimaneutral laufen Sie alle hinterher. Ja. Ich will Ihnen klar sagen, dass wir tatsächlich Wissenschaft brauchen, aber dass gleichzeitig die Universität einer der Hauptgründe des Problems ist. Also wir verursachen als Universität viele Probleme. Ich habe 1984 veröffentlicht, dass PVC Weichmacher unfruchtbar machen, dass sie das Hormonsystem verändern, dass sie in der Tat die Schilddrüse schädigen davon. Das hat nur dazu geführt, dass meine Kollegen untersucht haben, ob die Zwitterbildung der Bellworm-Schnecke in der Nordsee genauso darauf zurückzuführen ist oder ob die Unfruchtbarkeit von Karnickeln und sonstigen anderen Lebewesen damit auch zusammenhängt. Seit 2 Jahren sind sie verboten. Die Fruchtbarkeit von ihnen im Verhältnis zu ihren Eltern ist nur halb so hoch bei den jungen Männern. Ja, fast 20% von ihnen sind steril. Ja. Man kann zwar mit Reproduktionsmedizin einiges machen, aber die Wissenschaft hat nur dazu geführt, nichts zu tun. Denn solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Wie kann man wirklich auch die Chuzpe haben, ein Schiff, einen Eisbrecher zu nehmen, in die Arktis zu fahren und ihn an einer beliebigen Scholle einfrieren zu lassen und damit den Klimawandel zu erforschen, für 140 Millionen Euro. Damit haben sie jedem gesagt, dass wir noch forschen müssen. Ja? Also wir müssen noch forschen. Ja? Und solange geforscht wird, kann man ja nicht handeln, weil ja geforscht wird. Das heißt, die Universität ist ein Teil des Problems. Ich habe noch gar nie in meinem ganzen Leben von öffentlicher Seite für wirklich neues Geld bekommen. Nie. Immer nur für die Variation des Bestehenden. Weil da kenne ich den Sachbearbeiter im Ministerium davon und dann schreibe ich in jede Doktorarbeit hinten rein, dazu sage ich lieber, schreibe rein, mehr Forschung ist noch nötig, ja? Es müssen noch Dinge geklärt werden, denn solange geforscht wird, kriege ich Geld. Ja? Also wir sind als Universität ein Teil des Problems dabei. Wir müssen jetzt tatsächlich handeln und wir müssen forschen, wie wir am besten handeln. Stattdessen sozusagen kommt die Religion ins Spiel. Sie sagen, ich bin 100% schlecht, 90% schlecht, 80% schlecht und mein Ziel ist es null. Darum null Emissionen, null Abfall etc. Ich sage, nee, das hilft uns nichts. Wir brauchen nicht null Emissionen, wir müssen nützlich werden für den Planeten. Alle anderen Lebewesen sind doch nützlich. Kein anderes Lebewesen macht Abfall. Warum sind wir dümmer als alle anderen Lebewesen? Ja, wir können nützlich sein. Es geht also nicht darum, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, denn damit optimieren wir nur das Bestehende. Meine größten Feinde sind inzwischen die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Unternehmen, weil die wollen gar nichts mehr ändern. Die haben ihre Abteilung, sie haben ihr jährliches Berichtswesen, sie haben nochmal 2 Elektroautos angeschlossen. Ja, dass das Ganze so nicht funktionieren wird, entgeht ihnen völlig. Das heißt, sie wollen das Bestehende weiter optimieren. Aber ich sage Ihnen, echte Innovation kann nicht nachhaltig sein, sonst wäre sie ja keine. Meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen davon. Sie war die älteste von 11 Kindern davon. Als sie 8 Jahre alt war, haben ihre Eltern gesagt, du bist jetzt zuständig für die Wäsche zu waschen. Ja, und sie musste 100 Meter, Höhenmeter runter ins Tal mit dem Leiterwagen, die Wäsche runterbringen, am Wehr die Wäsche waschen dazu und ist immer ausgerutscht dabei und hat sich schlimm verletzt. Ihr ganzes Leben hat sie darunter gelitten. Davon im Sommer war sie rot verbrannt, im Winter blau gefroren.
als die Eltern sich schließlich eine Waschmaschine zulegen konnten, war sie 23. Ja. Es gäbe mich heute gar nicht. Es war nicht nachhaltig. Sie hat sofort ihre Stelle verloren. Ja. Wissen Sie, die hat dann die schwere Wäsche, nasse Wäsche mit dem Leiterwagen wieder hochgezogen, mit 8 Jahren. Ja. Und dann kamen immer mehr Kinder noch dazu und es wurde immer schwerer sozusagen. So viel sie an Kraft gewonnen hat, wurde der Wagen dafür umso schwerer. Sie hat sofort ihre Stelle verloren. Das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher stationäre Telefone hergestellt haben. Das heißt, lassen Sie uns über Innovation reden. Aber Innovation ist nicht nachhaltig. Lassen Sie uns auch nicht über Moral reden. Diese Fridays for the Future Bewegung hat so etwas stark Moralisierendes. Aber ich sage Ihnen, 95% von uns, einschließlich meiner Person, vergessen die Moral, wenn sie wirklich Stress haben. Ja. Dass ich mich zum Beispiel, dass ich keine Leute diskriminiere aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihrer, irgendwelcher Eigenschaften, was auch immer, ist nicht aus Moralgründen, wenn ich mich genau frage. Es ist aus Eitelkeit. Ich sage, wenn du das nötig hättest, was wärst du für ein jämmerlicher Wicht? Ja? Also so wie Hans-Joachim Fest gesagt hat, ein Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gesagt, meine Eltern haben bei den Nazis nicht mitgemacht, weil die zu blöde waren einfach. Ja? Was jetzt also die Moral bedeutet, will ich Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe ja 6 Jahre in Rotterdam gelehrt, an der Erasmus-Universität, vor allem um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln davon, weil das ist die führende Business School in Europa. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe mit meinen Studenten viel Geld gehabt und habe das eingesetzt, um zu gucken zum Beispiel, wo rasen die Leute im schlimmsten in Rotterdam. Wissen Sie, wo das ist? Das ist vor Kindergärten. Ja. Weil unsere Kinder sind für das Industriesystem nicht erfunden worden. Da hat der liebe Gott irgendeinen Fehler gemacht dabei. Ja. Und dann sind sie zu spät dran, haben einen wichtigen Kongress. Es kommen aus 11 Ländern Besucher. Ja. Und ihr Kind sagt, du Papa, ich habe Fieber. Ja. Und dann sagen sie, ich habe einen wichtigen Kongress. Ja. Und dann schließlich bringen sie das Kind trotzdem zum Kindergarten. Es spuckt ihnen noch das Jackett voll. Es schreit wie am Spieß. Sie drücken es irgendeiner Praktikantin in die Hand davon und sie rasen davon. Erstens, weil sie zu spät schon sind und zweitens, weil sie das Schreien nicht hören können. Im Durchschnitt rasen die Leute vor Kindergärten doppelt so schnell, wie es erlaubt ist. Ja? Doppelt so schnell. Das ist also nicht die normale Mensch, sondern unter Stress vergessen die Leute moralisches Verhalten. Das heißt, sie vergessen, dass hier ganz viele kleine Kinder unterwegs sind, dazu die extrem gefährdet werden von denen, die da ihre Kinder schnell abliefern. Ja? Oder ein anderes Beispiel. Ich habe ausgerechnet, wenn Sie im Stau stehen auf der Autobahn und die Spur wechseln, dann verursachen Sie durch Ihren Spurwechsel 200 Mal mehr Verzögerung, als Sie an Zeit gewinnen können selber. Für die Leute hinter Ihnen. Die kommen 200 Mal mehr, verlieren die an Zeit, als Sie selber an Zeit gewinnen können. Ich habe die Leute das genau markiert, habe das mit Laserpistolen nachgewiesen. Ja. 70% der Staus in Holland sind durch Spurwechsler verursacht. Ja. Und ich sage Ihnen, was mache ich, wenn ich zu spät bin? Ich wechsle die Spur. Ich merke das überhaupt gar nicht. Es ist das, was ich mache. Ich schaffe mir den kleinen Vorteil noch an der Kasse, da wenn ich zu spät dran bin, dass ich doch dran komme, davon vor dem anderen. Die Moral ist immer weg, wenn man sie wirklich braucht. Darum kein Moraldenken, sondern nur ein Qualitätsdenken. Und das findet ihr bei der Universität. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur ein Qualitätsproblem. Sonst nichts. Ja, ist einfach schlechte Qualität. Ein Produkt, was giftige Stoffe enthält, hat einfach nur ein Qualitätsproblem. Das reicht doch völlig aus. Und jetzt kommt eine Generation, die das, was ich mache, so ungeheuer schnell umsetzt. Jede Designschule der Welt lehrt inzwischen Cradle to Cradle. Manchmal ist es ein bisschen mehr Knödel to Knödel, weil das so ein bisschen Qualitätsprobleme hat. Aber das macht nichts davon. Deshalb, weil eine Generation kommt, für die die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger ist als Geld. Ja. Das heißt, ich bin groß geworden in einer Gesellschaft, wo ich mich noch wehren musste gegen meine Eltern. Meine Mutter hat gesagt, wenn du diese Negermusik nicht ausschaltest dazu, dann kommst du nicht mit heute Abend. Ja. Mein Vater hat gesagt, mit dem Haarschnitt brauchst du überhaupt nicht auftauchen dazu. Ja. Meine Eltern sozusagen haben mich gestraft für alles Mögliche. So wie sie es halt in ihrer Erziehung, Kindheit sozusagen gelernt haben als das. Und wir versuchten das gut zu machen, umgekehrt. Ja, wir haben gesagt, du bist die Allertollste, bei Ihnen mag es ja zutreffen. Und du bist die Allerbeste und du bist die Allertollste. Und wir haben in einer Generation von 10 Kindern uns auf 3 Kinder
Das heißt, das Lob für 10 Kinder hat sich dann auf 2 bis 3 Kinder konzentriert. Ja? Und auch die Sinnerwartung. Ja? Und jetzt haben wir eine Generation, die wirklich meint, dass sie so toll sind. Ja? Es stimmt zwar nicht, aber das macht nichts. Ja? Also wir haben sozusagen, wir haben sie eine narzisstische Generation erzogen, für die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger ist als Geld. Ja? Und das ist toll, weil plötzlich jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Ich brauche keine Moral mehr, die dann weg ist, wenn man sie wirklich haben müsste. Wenn ich nur ein bisschen auf mich stolz sein will, ein bisschen Selbstwertgefühl dazu habe, dann reicht es völlig aus. Und da das sozusagen den Kindern so beigebracht worden ist, davon wollen sie auf sich stolz sein. Und darum wehren sie sich. Nicht, also diese moralische Empörung ist konjunkturabhängig und die vergessen wir immer. Zum Beispiel der grüne Punkt hat für die Umwelt nie was gebracht, weil man sich wegen der Wiedervereinigung sozusagen die Umwelt gerade nicht leisten konnte. Ja? Es war halt leider da nicht da. Also kein Moralthema, auch keine Corporate Social Responsibility. Ich fühle mich verantwortlich. Das ist Feudalismus. So wie Wolfgang Krupp von Trigema sagt, ich brauche keine Gewerkschaften, ich brauche keinen Betriebsrat, ich kümmere mich ja um die Beschäftigten. Nein, sie brauchen das nicht. Die Leute haben ein Recht auf einen Betriebsrat, nicht einen feudalistischen Patriarchen, der ihnen Rechte einräumt. Nein, setzen Sie für Ihre Rechte ein und lassen Sie sich nicht zuordnen über Corporate Social Responsibility. Und noch was, achten Sie darauf, machen Sie keine Human Resource Departments. Wir sind keine menschlichen Rohmaterialien. Machen Sie Personalabteilungen wieder. Oder wenn Sie den englischen Begriff haben wollen, nehmen Sie Human Relations. Sie sind menschliche Wesen, sie sind einmalig und sie sind wertvoll. Und darum möchte ich Ihnen ein paar Dinge darstellen, die anders sind. Es geht mir also nicht um Effizienz, es geht mir um Effektivität. Ich sage, hey, so toll bin ich noch gar nicht, aber wo wollen wir denn wirklich 2030 sein? Wo wollen wir 2040 sein? Und dann ist es nicht vermeiden, sparen, verzichten, reduzieren, weil sie oft sonst sogar denjenigen, der etwas ändert, daran hindern, sich zu ändern. Die Leute müssen Geld verdienen, sonst können sie sich nicht ändern. Darum eben nicht ein Triple Bottom Line, ein Triple Top Line. Das heißt, je mehr du kaufst, desto schneller schaffen wir das. Du bist mein Freund. Ich bin noch nicht perfekt, du bist noch nicht perfekt. Aber lassen Sie uns überlegen, wo wir 2030 sein wollen. Dann kommen Sie nicht zu Beckmesser-Regie und fragen Sie, bist du jetzt da geflogen dabei? Ja, übrigens, wenn Sie, bevor Sie fliegen, eine 747 nach New York davon für eine Abführtablette nehmen würden und das alle machen würden, dann würde das 5 Tonnen Kerosin einsparen. Also sie können schon weniger schädlich sein dabei. Und die meisten Leute, die ich kenne, fliegen zum Shoppen nach New York, die können nackt hinfliegen und dann würden sie nochmal 2 Tonnen Kerosin sparen. Ja. Also ich rede von einer Kultur der Großzügigkeit, der intelligenten Verschwendung sozusagen. Und das ist was anderes. Schauen Sie sich so einen Kirschbaum im Frühling an. Er spart nicht, er vermeidet nicht, er reduziert nicht. Er ist völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Nutzt die richtigen Energiequellen und stützt aktiv Vielfalt. Ja, fördert Vielfalt. Das heißt, nochmal um es zu erklären, Effizienz. Ja, also wenn Sie Ihre Freundin oder Ihre Frau geärgert haben oder Ihren Mann, das geht beide Richtungen inzwischen, dann 50 Rosen, sind völlig ineffizient, aber ich kann es Ihnen versprechen, völlig effektiv. Ja? Ja? Probieren Sie es aus. Ja? Es gibt da gar keinen Grund dafür, aber es ist klar, eine Blume ist nicht effizient, aber eben effektiv. Kunst ist nicht effizient, weil hier in großem Stil an der Universität Ökoeffizienz gelehrt wird. Nein, Sie optimieren die falschen Dinge. Wenn Sie von Braunschweig nach Berlin möchten, hilft es Ihnen nicht effizient, nach Frankfurt zu fahren. Ja? Egal, welches Frankfurt Sie meinen dabei. Das heißt, in mir geht es darum, ausdrücklich sozusagen, das ist nur ein Beispiel, ja, und es ist jetzt nicht sozusagen einseitig darauf, aber ein Lippenstift zum Beispiel ist nicht effizient. Eine Frau isst während ihres Lebens etwa 6,3 Kilogramm Lippenstift. Nicht effizient, aber bisher, ich gebe es zu, I apologize, aus männlicher Perspektive, absolut effektiv, ja, davon. Das heißt, Mozart ist nicht effizient. Davon, wenn Sie Mozart effizient machen würden, wäre das Köchelverzeichnis in einem Ton. Ja? Dann müssten Sie nicht immer in die Oper gehen oder sowas dazu. Ja? Ja? Kultur ist nicht effizient, aber effektiv. Effizient wäre eine Tablette mit Braunschweig-Geschmack und ein Glas Wasser sozusagen. Weil hauptsächlich in der Klimadiskussion die Effizienzstrategien kommen. Ja? Aber das ist nicht sinnvoll. Man optimiert das Bestehende dabei.
Also, es ist sicher sinnvoll, dass da kein Zweifel ist, Öl und Kohle einzusparen. Aber das ist nur der kleine Teil. Für weniger schädlich sind wir zu viele. Wir müssen lernen, einen großen Fußabdruck zu haben, der beim Feuchtgebiet wird, der nützlich ist, der die anderen Lebewesen aktiv unterstützt. Nicht weniger schädlich. Wir haben das Klima nicht geschützt, wenn wir nicht geflogen sind. Überhaupt nicht. Ja? Das ist einfach eine Dummheit. Ja? Es ist, ich will Ihnen das in einem Video zeigen. Ich habe 1988 ein Institut gegründet, EPEA, davon, und ich habe begriffen, dass die europäische Denkweise dazu nicht ausreicht. Darum sind Leute aus allen Ländern sozusagen drin, und ich gucke mal, ob das Video geht hier dabei. Kriegen wir es? Ja, vielleicht. Ja. Look at a cherry tree in spring. No reduction, no avoidance, no minimization. But all the materials are beneficial. The cherry tree. Ja, halt. Ich wollte es ein bisschen lauter haben. Ja, ist verständlich? Jetzt ist es weg. Ich will nochmal hin. Das müsste ich selber schauen, ob wir das hinbekommen. Durchs Draufklicken passiert nichts. Look at a cherry tree in spring. No reduction, no avoidance, no minimization. But all the materials are beneficial. The cherry tree only makes a handful of cherries, actually, but with hundreds of blossoms. And all the materials are designed to go back in the biological system. I think we're not too many. It depends what those 9 billion people are doing. A cherry tree makes soil, makes oxygen, cleans the air. It's not toxic, it's not dangerous. No, it's the opposite. It's all nutrition. And what we do, we make the wrong things perfect, and then they are perfectly wrong. If you think about ants and termites, there's 4 times as many, but they don't cause the problems because they produce nutrients and not waste. They convert biomass into nutrients, so why shouldn't we be able to do the same? Cradle to Cradle divides products into 2 spheres, a technical and a biological one. We have to redesign products. On the technical side, we have materials such as metals that can be used forever, like in chairs and wash machines. The biological side, we have products that dissolve back into nature, like cosmetics or the natural fiber textiles. If these 2 spheres stay separate, the concept of waste will be obsolete. So instead of reducing our footprint, let's rethink for a positive footprint. Cradle to Cradle now becomes a friendly tsunami. Yeah. Hundreds and hundreds of young designers are doing Cradle to Cradle now. I want that the money I give for a product brings positive impact for the society. I'm optimistic because I think everything is going in that direction. It's never too late to stop to make stupid things. Yeah, watch your head turns full circle. Ich will Ihnen das an einem einfachen Beispiel sagen. Ich glaube, eine Reihe von Ihnen essen Bio-Lebensmittel, wenn sie nicht astronomisch teuer sind, oder? Davon. Aber ich will Ihnen sagen, ich habe 2 Jahre in China gearbeitet und der Bio-Begriff, den wir hier haben, ist völlig absurd. Er ist 100 Jahre alt. Ja. Das heißt, wir müssen ihn neu erfinden und anders. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Bodenerosion taucht darin gar nicht auf. Ja. Dabei ist der Boden der Hauptkohlenstoffträger. Ein anderes Beispiel, ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphor aufnehmen und 2 Gramm Phosphor abgeben. Genauer gesagt Phosphat, also als Phosphorverbindung. Sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energie speichern im Körper. Es gibt kein Biosiegel in der ganzen Welt, was erlaubt, dass mein eigener Phosphor zurück darf. Ja? Das ist katastrophal, weil Phosphor ist viel seltener als Öl. Also wenn wir auf die Straße gehen, müssten wir eher für Phosphor auf die Straße gehen. Denn das Energieproblem werden wir lösen, vielleicht zu spät, ja, wenn wir so weitermachen. Aber das Materialproblem werden wir in keinem Fall lösen dabei. Phosphor ist eben so viel seltener als Öl und es ist hochkontaminiert, das Erz davon. Es wird viel mehr Radioaktivität in die Umwelt gebracht durch den Phosphorbergbau, als in allen Atomanlagen verwendet wird. Allein in den letzten
20 Jahren sind in Deutschland 15.000 Tonnen Uran auf unseren Feldern verteilt worden als Kontamination aus dem Dünger. Ja. Das macht Leukämie bei Kindern, dann kann ich wieder entsprechende Knochenmarkspenden machen natürlich. Ja. Damit optimiert man das Falsche. Man muss zuerst fragen, was ist gesundes Essen? Und dazu gehört, dass unsere eigenen Nährstoffe zurück müssen. Sonst sind wir allein darüber zu viele. Ich habe das erst begriffen, als ich 2 Jahre in China gearbeitet habe. Wenn man auf dem Land in China zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute noch, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Ja. Verstehen Sie, darum brauche ich eine asiatische Perspektive, die in echten Kreisläufen denkt. Wir nehmen immer nur den Bauern was weg, aber wir geben ihnen nichts zurück. Und wenn wir eine Kläranlage bauen, denken wir, das sei Umweltschutz. Das ist doch absurd, wir schützen damit nicht die Umwelt, wir zerstören sie nur ein bisschen weniger an der Stelle. Das heißt, es geht mir um 3 Dinge, um Qualität, um Innovation und um Schönheit. Es ist auch nicht schön, wenn es die Leute krank macht. Es entspricht nicht meiner Ästhetik, wenn Leute kein Auskommen haben können. Vielleicht nochmal aus dem Film, die Biomasse der Ameisen ist 4-mal höher als die der Menschen. Ja. Und da die Ameisen eben nur 3 bis 6 Monate leben, ja, und da die Ameisen eben damit die Biomasse ständig aufbauen und übrigens 80% der Ameisen wahnsinnige Mengen an Fleisch fressen dabei, ja, entsprechen sie im Kalorienverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen. Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu dumm. Genauer gesagt, unsere Universitäten sind nicht gut genug. Wir optimieren das Bestehende. Ja. Das heißt, die Frage ist, es geht nicht um eine Triple Bottom Line, es geht um eine Triple Top Line. Wir können Dinge machen, die extrem gut sind für die Wirtschaft. Wir können 40 Jahre Blame und Shame für Innovationen umsetzen, die für die Gesellschaft geeignet sind. Und wir können Dinge machen, die nützlich sind, nicht Null Impact, nicht Zero Footprint, nicht minimieren. Jetzt will ich doch ein bisschen angeben, weil ich ja vorher nicht vorgestellt worden bin, dazu. Das Buch Cradle to Cradle ist in die Liste der bahnbrechenden wissenschaftlichen Bücher der Welt aufgenommen worden jetzt. Neben Charles Darwin, so über die Entstehung der Arten. Das ist schon toll, aber ich sage Ihnen, das ist noch ziemliche Hochstapelei. Darum bin ich jetzt nach Lüneburg zurückgekommen. So manchmal, ich schwanke so zwischen euphorischem Gestaltungswillen und Platzangst dabei, gebe ich zu. Aber davon, jetzt brauche ich eine Menge Masterarbeiten und Doktorarbeiten. Und ich lade Sie herzlich dazu ein, mit mir zusammenzuarbeiten, an solchen Fragestellungen dran zu sitzen. Wissen Sie, wie weit wir weg sind von der Realität? Können Sie sehen, ich habe die Lüneburger Kindergärten gerade untersucht. Und alle 16 Kindergärten, die ich untersucht habe mit meinen Studenten zusammen, haben so hohe Feinstaubwerte, dass sie geschlossen werden müssten, wenn sie draußen wären. Ja? Also, verstehen Sie, wenn sie draußen wären, müssten sie geschlossen werden, weil die Grenzwerte von Stuttgart lange überschritten sind, in jedem dieser Kindergärten. Das heißt, wir halten die Leute beschäftigt. Wir versiegeln die Gebäude jetzt, machen sie gasdicht, machen damit das Falsche perfekt und damit perfekt falsch, anstatt zuerst zu fragen, was ist gesunde Luft im Gebäude? Die Luft im Gebäude ist etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Ja? Asthma ist häufig die Kinderkrankheit. 40% unserer Häuser haben Schimmel. Ja? Das macht auch Asthma, obwohl es ein Naturstoff ist. Das heißt, wir müssen fragen erstmal, was ist gesunde Luft? Tun Sie mir einen Gefallen dazu. Ich habe 1452 Leute am Hals, die durch Laserdrucker krank geworden sind. Wenn Sie nur auf dem Campus die Laserdrucker abschaffen, hat sich mein Vortrag heute lange gelohnt. Ich habe vorletzte Woche eine Obduktion mitgemacht von einem 44-jährigen Familienvater mit 3 kleinen Kindern, der seiner Frau den Rücken freigehalten hat dazu, damit sie eben Karriere machen kann. Er ist zu Hause davon und er hat hier einen Laserdrucker stehen, hat ein neu gebautes Haus, gasdicht versiegelt davon und er ist an einem Schlaganfall gestorben. Bei der Obduktion haben wir in jeder Körperzelle Laserdruckerstaub gefunden, überall. Das ganze Zwerchfell war tiefschwarz davon. Ja. Wenn Sie nur das machen, jede Seite Laserdrucker sind 2 Milliarden Feinstaubteile und die schneiden wie so kleine Harpunen durch Ihre Zellen durch und die verkalken, dadurch kriegen Sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, eben einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu sterben. Nur das würde mir völlig reichen, weil ich bin bescheiden sozusagen, in dem, was ich umsetze. Ich will Ihnen was zeigen. Ich bin ja Chemiker und ich gucke erstmal, woher eigentlich diese Schadstoffe kommen im Gebäude. Die Ausgasung hier, ich packe das Produkt in eine Glaskiste, so wie ein Aquarium, und gucke, was rauskommt. Und die Peaks sind relativ niedrig. Ja, davon. Wir finden bei Kinderspielzeug viel, viel mehr und viel schädlichere Stoffe.
Überhaupt neigen wir inzwischen im Gesamten zu einer Art Ökologismus. Das dient nicht der Ökologie, es hält uns beschäftigt. Die Europäische Union verbietet anstatt 39 giftigen Stoffen in Kinderspielzeug 64 giftige Stoffe. Aber ich finde über 650 giftige Stoffe in Kinderspielsachen. Ja, das ist nur Beschäftigungstherapie. Man sagt, ja, die tun was. Der Schritt geht in die richtige Richtung. Aber was ich Ihnen hier zeigen will, ist was anderes. Dadurch, dass man sich um Teppichböden gekümmert hat, sind die Peaks relativ niedrig und relativ wenig. Was ich Ihnen hier zeigen will, ist das Ausgasungsverhalten von einem skandinavischen Möbelhaus-Teppichboden. Ich sage nicht, welcher Name das ist. Da steht 100% Wolle drauf. Die Peaks sind viel höher und viel giftiger. Was ich Ihnen damit zeigen will, ist was anderes. Wir sollten die Natur nicht romantisieren. Der liebe Gott hat das Schaf nicht für den Teppichboden erfunden. Ja, wer immer das war sozusagen. Ich bin eher mit Darwin dabei, aber das spielt keine Rolle. In der Evolution ist das Schaf nie für den Teppichboden gedacht worden, ursprünglich. Ja. Und vor allem nicht, dass dieses Schaf rotweinbeständig ist. Das auch nicht. Ja. Das heißt, wenn Sie ein rotweinbeständiges Schaf haben wollen, dann brauchen Sie eine Menge Chemie. Das heißt, die Leute kommen nie mit der Wolle in Kontakt. Das ist ein Teflon-Teppichboden mit Wollkern. Ja, und dann können Sie ihn abwaschen. Aber wir reden von Mutter Natur. Und dann müssen wir uns immer entschuldigen als Ingenieure oder Naturwissenschaftler, dass wir überhaupt etwas tun. Aber die Natur ist nicht unsere Mutter. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Sie ist unsere Partnerin. Sie ist unsere Lehrerin. Das Haus, in dem ich in Rotterdam lebe, ist 8 Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn ich da von Mutter Natur reden würde, würde die nächste Flutwelle mich einfach mitnehmen. Mutter Natur, pst. Ja. Also es geht darum, um eine Partnerschaft. Denn sonst müssen wir uns immer schuldig fühlen, dass wir überhaupt da sind. Ja. Die ganze Umweltbewegung hat dieses Gefühl geschaffen, es wäre eigentlich besser, wir würden gar nicht da sein. Ja, der Club of Rome will $50.000 bezahlen, wenn jemand nur ein Kind hat. Ja, und sagt, die größte Umweltbelastung sind die Kinder. Damit erreichen Sie genau das Gegenteil. Wenn Sie den Menschen Existenz absprechen, das sehen Sie in Israel zum Beispiel, dann werden die Leute feindselig. Sie können gar nicht anders. Wenn Menschen gemocht sind, sind sie immer großzügig und freundlich. Ja, das heißt, die erste Grundbotschaft ist es, die Menschen als Chance zu begreifen, nicht als Belastung. Also nicht die Belastung der Menschen zu minimieren, sondern die Chance der Menschen zu nutzen. Dafür brauchen Sie natürlich entsprechende Bildung. Ich war bei der Nobelpreisträgertagung in Lindau. Ich war der erste Nicht-Nobelpreisträger, der dort eingeladen worden ist, einen Vortrag zu halten. Und was haben die Leute gekriegt? Sie haben eine PVC-Tasche gekriegt, ja, mit den giftigsten Weichmachern, die ich 1984 veröffentlicht habe. Davon. Und das ist das Ausgasungsverhalten. Ich musste nachher die analytische Säule erstatten, weil die Schadstoffbelastung so hoch war, dass sie nicht mehr für Spuren einsetzbar war. Aus Recyclingmaterial, ja, man macht das Falsche perfekt. Wenn ich etwas, was nicht für Recycling gedacht ist, recycle, ist es absurd. Da waren 800 junge Leute da, 20 Chemie-Nobelpreisträger. Und das war wirklich toll, die ganzen Farben der Menschheit sozusagen zu sehen. Die Blüte der Wissenschaft, jeder Nobelpreisträger darf 20 Leute mindestens einladen davon. Ja. Und dann hat niemand sich dagegen gewehrt, kein einziger. Ja. Sie haben diese stinkige Tasche genommen, entweder weil sie es nicht wussten oder weil sie ganz einfach sozusagen sie nicht getraut haben. Sie dachten, es sei so eine große Ehre. Ja. Das ist primitivstes Zeug. Machen Sie kein Recycling von Dingen, die nie für Recycling entwickelt worden sind. Ja. Und was haben wir heute? Die Menge an Verpackungsmüll ist besonders hoch. Wir haben über 600 Chemikalien allein bei der Herstellung eines Joghurtbechers, weil sie einseitig nach Energie und Gewicht optimiert worden sind. Aber stellen Sie doch die Einstein-Formel sich vor, es ist nicht die Energieseite, es ist die Materialseite letztlich, die das Problem ist. Und um es klar zu haben, die Energieseite ist eine Materialseite auch. Es ist einfach ein Missmanagement von Kohlenstoff. Ja. Davon, wenn wir den Boden zerstören, wo der Kohlenstoff drin ist, um damit Biotreibstoffe zu machen, da ist Donald Trump der ehrlichere Lügner, muss man ganz offen sagen. Der lügt die Leute wenigstens ehrlich an. Ja. Wir tun so als ob und geben das als Umweltschutz aus. Ich finde, laufe mit meinen Studenten entlang in Rotterdam an der Küste und finde den Plastik in den Seetieren, so 300, 400 Tiere. Und man untersucht jetzt natürlich, wie es sich auswirkt. Riesenforschungsprogramme davon, wie es sich auswirkt. Anstatt zu sagen, Freunde, hört auf mit Mikroplastik, lasst das bleiben. Es gibt wirklich alle Gründe, die es jetzt zu sagen, bis 2025 wird es kein Mikroplastikproblem mehr geben. Stattdessen kommen Sie mit den Forschungsprogrammen, wo sich das jetzt jeweils anreichert und wie es sich auswirkt.
Wenn wir die falschen Dinge perfekt machen, Zeitungen sind nie für Recycling entwickelt worden, davon, dann essen Sie mit einer Pizza ein Drittel einer Visitenkarte mit allen Druckchemikalien. Vor 30 Jahren hatte ein Katalog etwa 90 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung ausschließen. Heute hat ein Katalog durch Umweltschutzmaßnahmen, durch Gesetzgebung, durch Forschung noch heute 50 giftige Stoffe drin, ja, die eine Kompostierung und Verbrennung ausschließen. Was habe ich erreicht? Ich habe viel Geld ausgegeben und habe tatsächlich nichts erreicht. Ich habe nur, wo ist der Unterschied, ob ich 50 Mal erschossen werde oder 90 Mal? Ich habe nur viel Geld ausgegeben. Jetzt werden die Kataloge in Asien gedruckt, enthalten wieder 90 giftige Stoffe und wir machen die Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll und essen mit unserer Pizza sozusagen das mit und nennen das Kreislaufwirtschaft, weil die Schlemme aus der Altpapieraufbereitung als Füllstoffe in Kartons gehen. Ja. Es gibt viele solche Plastikprobleme. Hier zum Beispiel, auf 2000 Meter Höhe bleibt ein Tempotaschentuch allein ja, über 6 Jahre liegen. Ja. Das ist ein Plastikproblem, weil der Nassfestigkeitsstabilisator, das gilt auch für die Ceva Wisch und Weg und wie sie alle sind, oder die Feuchttücher, dafür sorgt, dass dieses Zeug sich nie abbaut. Ein Kreuzfahrtschiff verliert am Tag etwa 3000 Servietten, die bleiben ein halbes Jahr im Meer und eine kleine Schildkröte denkt, das sei eine Qualle und frisst das und stirbt jämmerlich an Papier, was aber eigentlich Plastik ist. Das ist der Plastiküberzug mit Epichlorohydrinpolymeren davon. Aber wir können was tun. Wenn Sie Austern verspeisen, davon nehmen Sie mit einer Auster mindestens 1500 Plastikteile auf. Wenn wir also nur genügend Austern essen würden dazu, können wir das Plastikproblem im Ozean lösen, oder? Also jeder kann was tun dazu, so einfach. Oder hier zum Beispiel, ich habe lange daran gearbeitet, dass die giftigen Chemikalien aus Textilien rauskommen, aber man kann einfach Aperol Spritz trinken. Das kriegen Sie nach. E110 und E124 sind beides krebserzeugende Azofarben. Und die Leute trinken das einfach. Na klar, so kann man das auch entsorgen, klar. Aber ist es wirklich das? Das wesentliche Thema, Klimathema ist der Boden. Ja? Nicht das CO2 als Emission zuerst mal, ist der Boden. Wir haben in den letzten 150 Jahren die Gesamtfläche der Vereinigten Staaten und die Gesamtfläche der Volksrepublik China als landwirtschaftliche Nutzfläche verloren. Als auf diesem Planeten davon. Wir verlieren im Moment 5000 Mal mehr Humus, als neu gebildet wird. Wir haben eine Landwirtschaft, die systematisch den Boden zerstört davon und geben das als Umweltschutz aus. Der Maisanbau für Biotreibstoffe ist ein Förderprogramm für Wildschweine und für Großbauern, aber hat mit Umwelt nichts zu tun. Ja? Überhaupt nichts. Also das heißt, das Zentrale ist, den Boden aufzubauen. Das ist der Hauptkohlenstoffspeicher. Wenn wir nur auf 0,4 Promille des Humus zurückgewinnen würden, davon würde es unsere Gesamtemission an CO2 entsprechen. Das heißt, das ist zu handeln. Wir müssen eine Landwirtschaft machen, die den Boden aufbaut. Aber selbst Demeterlandbau, weil meine eigenen Fäkalien nicht zurück dürfen, verliert 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Das heißt, wir müssen alle Dinge nochmal neu erfinden, nicht das Bestehende etwas weniger schädlich machen. Sonst haben wir uns nur bemüht dabei. Also, Phosphor muss zurückgewonnen werden. Wir müssen gucken, dass die Nährstoffeinträge gesund sind, ich habe am Naschmarkt in Wien und im Isemarkt in Hamburg Proben genommen. Wenn man dort Gemüse kompostiert, ist die Belastung an Cadmium, auch an Quecksilber, an Blei, so hoch, dass das Gemüse nicht mehr in die Landwirtschaft gehen kann. Also der Kompost daraus. Ja. Das wird dann für Wegebau verwendet. Was dafür passiert? Es wird dafür mehr Kunstdünger verwendet, weil die Grenzwerte für Kunstdünger sind 500 Mal höher als die für Kompost. Aber durch den Kunstdünger findet der Eintrag statt. Das heißt, wir haben unendlich zu tun an der Universität, wirklich Dinge zu ändern. Ja. Es gibt ein wunderbares Buch, was ich wirklich empfehlen kann, von Florian Schwind, davon Rette den Boden. Da finden Sie alle diese Zahlen drin. Davon ein Journalist vom Hessischen Rundfunk hat das zusammengefasst. Rate ich Ihnen ganz unbedingt, da haben Sie Daten drin. Ich will Ihnen hier zeigen, davon, wie weit wir von dem wirklich weg sind, was wir tun müssten. Von 41 seltenen Elementen in einem Mobiltelefon, davon gewinnen wir 9 zurück. Und kein Indium, kein Gallium, kein Germanium, nichts davon. Und das nennen wir Recycling. Ich meine, verstehen Sie, da ist Donald Trump doch viel ehrlicher. Er sagt, es interessiert mich ein Scheißdreck, ich tue garantiert nichts. Dann wissen wir, wo wir dran sind. Ja. Ein Mercedes hat 46 Stahllegierungen. Wissen Sie, was wir daraus machen? Baustahl. Damit sind alle Buntmetalle weg. Das ist so, wie wenn Sie ein Hochlandrind haben und daraus Hamburger machen. Ja. Das hat fatale Auswirkungen. Ich war 1999 in der Türkei gewesen.
Da gab es ein Erdbeben, da sind 20.000 Leute jämmerlich gestorben. Der Kupfergehalt war bis zu 2,2% drin im Baustahl. Wenn der Stahlgehalt, der Kupfergehalt nur 0,5% erreicht, bricht der Stahl wie ein Osteoporoseknochen. 1999 haben die Vereinigten Staaten 7 Millionen Autos in die Türkei exportiert, wegen der Erdbebengefahr in San Francisco. Und darum exportieren die und die haben 1:1 Baustahl daraus gemacht. In Westeuropa machen wir das etwas anders. Wir verdünnen den Baustahl mit Neustahl, um den Kupfergehalt gering zu halten. Aber alle Buntmetalle sind weg. Alles Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Molybdän, Wolfram, Titan, Antimon, Wismut ist alles verloren. Das wird ihnen alles geraubt durch dieses angebliche Recycling. Und das nennt sich Recycling. Ja? Das ist doch lächerlich. Wir haben in Hamburg eine Kupferhütte, die macht 4-mal mehr Müll als das gesamte europäische Hausmüll- und Gewerbemüllaufkommen. Nur mit einer einzigen Kupferhütte. Als ich ein Kind war, hatte ein Kupfererz 35 Kilo Kupfer pro Tonne. Heute sind wir bei 1 Kilo pro Tonne angekommen. Das heißt, bei der Herstellung einer Tonne Kupfer entstehen 2000 Tonnen Sondermüll. Ja. Und dann reden wir über Plastiktüten anstatt Papiertüten und solches lächerliche Zeug. Damit beschäftigt man die Leute nur. Wo es kritisch wird, ist, dass wir mit der Digitalisierung neue Geschäftsmodelle brauchen. Ich war in Bangladesch gewesen davon und da finden Sie alle diese Maschinen davon, chinesische Herstellung. Ja? Speedmaster, Printmaster sozusagen. Ja? Mit der Digitalisierung können Sie jede Maschine in 3 Monaten kopieren. Darum frage ich aber, warum verkaufen die Leute Maschinen, wenn niemand eine Maschine braucht? Ich brauche doch nur die Nutzung der Maschine. Das heißt, ein technischer Nährstoff davon. Wenn ich die Maschine verkaufe, kann sie jemand nachbauen. Ja. Niemand braucht ein Fenster. Ich brauche doch nur durchgucken und Wärmedämmung. Ja. Das heißt, Sie sind doch die Mobilitätsuniversität. Ja. Ich habe mit dem Smart gearbeitet ursprünglich. Wir wollten nur 100.000 Kilometer verkaufen. Ja. Von vornherein. Da sollte der Treibstoff drin sein und die Wartung. Dann lohnt es sich, ein Auto zu haben, was keine Wartung braucht. Ja. Also das Geschäftsmodell zu ändern. Wie weit wir davon weg sind. Ich war in Freiburg gewesen, die Solarhauptstadt Europas, dann kaufen die Solaranlagen. Ja, eine Schüko-Anlage aus Bielefeld hat nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Die chinesische Anlage ist am Anfang 40% billiger, aber sie hat verliert in den ersten 5 Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades. Das heißt, auf 20 Jahre ist die Schüko-Anlage viel kostengünstiger, etwa 30% auf die Kilowattstunde. Wenn ich die Anlage aber kaufe, habe ich den Müll am Hals und mache Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll. Wenn ich aber nur die Nutzung der Anlage verkaufe, lohnt sich die Schüko-Anlage. Es gibt aber keine Schüko-Anlage mehr, ja? Weil das Geschäftsmodell nicht dafür da ist. Solvis im Harz geht zugrunde gerade davon, weil die Geschäftsmodelle fehlen. Ja? Ich habe bei Jugendforschung mitgemacht ursprünglich und beim Wettbewerb und habe einen Fernseher auseinandergebaut und habe ganz unschuldig gefragt, wollen die Leute 4.360 verschiedene Chemikalien haben oder möchten sie Fernsehen gucken? Dann wurde ich aus dem Wettbewerb ausgeschlossen, weil das war Ökokommunismus. Ja? Also sozusagen, weil ich hatte das Eigentum sozusagen in Frage gestellt dabei. Alle modernen Produkte sind Dienstleistungen. Jetzt sagen Sie, mein Gott, wenn das so lange dauert, das Mobiltelefon hat 65 Jahre gebraucht. Ja? Ich hatte noch als Student eins, das hat 18 Kilo gewogen. Zwischen der Erfindung des Mobiltelefons und der Verfügbarkeit sind über 65 Jahre vergangen. Ja. Das heißt, wir sind wahnsinnig schnell. Es gibt von diesen Cradle-to-Cradle-Produkten schon über 11.000 auf der Welt. Also wenn die Geschwindigkeit so bleibt wie bei dem Mobiltelefon, dann wird vor 2050 alles so sein, wie ich es Ihnen vorstelle. Ja. Aber es setzt voraus, dass wir begreifen, dass wir keinen Umweltschutz machen, wenn wir eine Müllverbrennungsanlage bauen, ja. Weil dann alle Materialien verloren gehen damit, die drin sind. Außerdem habe ich 1990 schon veröffentlicht, dass der Bau und der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage viel mehr Müll verursacht, als die Anlage jemals verbrennen kann. Ja? Also das ist nur ein Entwicklungsprogramm, in dem Fall für eine Müllindustrie. Das bringt für die Umwelt gar nichts, das hält uns nur beschäftigt. Hier, das ist Effizienzsteigerung. Ja? Das sind 300.000 Berater weltweit. Als ich ein Kind war, hat eine Kuh 5.000 Liter Milch gegeben und das war wahnsinnig viel. Heute sind wir in Holland, in Wageningen, bei 20.000 Liter angekommen. Soll ich aus dem armen Tier nochmal 1.000 Liter mehr rausquetschen? Nein, ich muss fragen, das ist gesunde Ernährung und nicht das Bestehende zu optimieren. Das heißt, die Frage ist klimaneutral, das heißt Romantisierung der Natur, das heißt die Menschen als Belastung zu begreifen,
Wie gesagt, die Ameisenbiomasse ist so viel höher als die der Menschen und den Regenwald gibt es nur durch die Ameisen. Darum ausdrücklich, auch wenn es ihnen nicht passen wird, es ist kein Grund zu Panik. Denn aus Panik werden Leute nicht fortschrittlich. Ja. Also nicht das Haus brennt und es gibt auch keinen Grund für Klimanotstände. Weil jemand, der es als Notstand bezeichnet, vergisst all das, was uns Menschen menschenwürdig macht. Ja. Wir werden dann sozusagen im Prinzip gesehen nur Manövriermasse. Wie gesagt, Sie helfen mir. Ja. Eine Generation, die auf sich stolz sein will. Ja. Davon. Und das reicht völlig aus. Keine Moral mehr. Ja. Wer jetzt sich gegen Klimaveränderung nicht engagiert, ist einfach nur ein Idiot. Das reicht völlig aus. Ja. Ja. Ich brauche da nicht die moralische Keule davon. Kein How dare you. Das heißt, ich kann es umsetzen und kann dafür Beispiele machen. Ich kann Ihnen hier zeigen, das ist das erste Toilettenpapier designed for your behind and to leave it behind. Normalerweise mit einem deutschen Bahntoilettenpapier verseuchen Sie über 2 Millionen Liter Wasser über den Trinkwassergrenzwert, weil das Papier nie dafür gemacht worden ist für die Biosphäre. Es gibt eine Firma Googler, die zum ersten Mal Papier hergestellt hat und gedruckt hat, was perfekt kompostierbar ist. Das ist unter Energiegesichtspunkten entscheidend, weil dann ist das Papier immer was wert. Also wenn Sie nur die Kraftwerke angucken und nicht die Fertigung angucken, davon, dann kriegen Sie sozusagen die gesamte Gleichung nicht hin. Edward Teller hat mal schön gesagt, die Erde ist ja nichts anderes als gefrorenes Licht. Ja, das heißt, schauen Sie sich die Energie- und die Materialseite gleichermaßen an. Das braucht aber die Universität. Österreich ist Weltmeister im Altpapierrecycling. Schon 9 von 10 Zeitungen und 9 von 10 Wellpappschachteln werden aus Altpapier hergestellt. Das ist gut, weil es zeigt, wie viele Menschen hier bereit sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass auch beim Papierrecycling noch viele Ressourcen verloren gehen. Recycelt werden kann nämlich nur der Zellstoff. Das sind rund 60% des Gesamtvolumens. Bis zu 40%, hauptsächlich Farben und Füllstoffe, werden vom Zellstoff getrennt und bleiben nach dem Recycling als mehr oder weniger giftiger Schlamm zurück. Stellt sich die Frage, ob das umweltfreundlich ist, wenn von jedem Produkt nur 60% wirklich gut für die Wiederverwertung sind. Seit Beginn des industriellen Zeitalters produzieren wir Dinge, die am Ende ihres Lebens auf der Müllhalde landen. Die Devise lautet: Take, make, waste. Aber wenn immer mehr Menschen immer mehr Produkte verbrauchen, dann werden uns irgendwann die Rohstoffe fehlen, um neue Produkte herstellen zu können. Schon heute verbrauchen wir jedes Jahr mehr Ressourcen, als die Erde wieder regenerieren kann. Also einfach weniger verbrauchen, oder? Leider nein. So können wir die Erschöpfung unserer Ressourcen höchstens aufschieben, aber nicht verhindern. Dann fahren wir nur langsamer, aber weiterhin in die falsche Richtung. Damit haben wir noch nichts getan, um die Kurve zu kriegen. Denn schädliche Verhaltensweisen werden auch nicht nützlich, wenn man sie weniger oft ausübt. Genau darum geht es heute aber. Produkte so zu gestalten, dass sie nützlich sind und nicht nur weniger schädlich. Die schönsten Beispiele dafür liefert die Natur. Ein Kirschbaum produziert unendlich viele Blüten. Ist die Blütezeit schließlich vorbei, fallen die Blütenblätter zu Boden. Sie bilden dort aber keine Müllberge, sondern fließen vollständig als Nahrung in den Kreislauf der Natur zurück. Alle Ressourcen bleiben erhalten und können wieder und wieder genutzt werden. Das Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip funktioniert ganz genauso. Ziel ist es, immer mehr Materialien in Stoffkreisläufen zu führen. Dafür müssen Produkte aber von Anfang an auch so gestaltet werden, dass sie am Ende des Lebenszyklus wieder in den biologischen oder in den technischen Kreislauf zurückfließen können. Mittlerweile gibt es schon viele Produkte, die dafür noch einmal neu erfunden wurden. Von Fernsehern über Couchbezüge und Teppiche bis zu Shampoo, T-Shirts und Klopapier. Ganz neu in diesem Kreis sind Cradle-to-Cradle-Druckprodukte. Dafür wurden sämtliche Inhaltsstoffe auf umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken untersucht und bei Bedarf ersetzt. Und jetzt sind Papier, Farben und Zusatzmittel endlich so beschaffen, dass ein ganzheitliches Recycling möglich ist. Nicht nur der Zellstoff kann wieder in den Kreislauf zurück. In Zukunft könnten sogar die Klärschlämme als Dünger oder für den Humusaufbau verwendet werden. Und wenn dieser Humus nicht gerade auf einem Acker landet, dann wachsen darauf ja vielleicht wieder einmal Bäume, die den Zellstoff für neues Papier liefern. Cradle-to-Cradle-Druckprodukte könnte man sogar direkt kompostieren. Und wenn sie verbrannt werden, ist die Asche auch noch gut für den Gemüsegarten.
Mit Cradle to Cradle können wir den Kreislauf schließen. Und mit Googler können auch Sie jetzt genauso drucken, wie die Natur drucken würde. Los geht's, machen wir endgültig Schluss mit Ressourcenvernichtung. Starten wir gemeinsam die nächste Druckrevolution. Das heißt, Sie können es umsetzen. Wenn Sie sagen, die Stadt Braunschweig soll nur Toilettenpapier verwenden, was kompostierbar ist, dann tun Sie mehr als mit jeder Demonstration. Ja? Sie können, die Effizienzstrategie wäre, Toilettenpapier beidseitig zu verwenden. Ja? Aber hilft das tatsächlich besonders weit? Wir können doch zum Beispiel sagen, wir machen eine Toilettenpapiermarke Holy Shit, ja, damit das Papier wirklich für die Biosphäre geeignet ist. Das ist von extremer Bedeutung. Wenn zum Beispiel eine Firma, die Gipskartons macht, jetzt Altpapier da dran für verwendet, verursacht sie massive Belastungen im Gebäude, weil das Gebäude gasdicht ist, um Energie zu sparen. Das heißt, wir können das umsetzen davon. Das gilt zum Beispiel für Bezugsstoffe, die für die Biosphäre sind. Das sind essbare Bezugsstoffe zum Beispiel. Davon, in der Möbelindustrie sind die Zuschnitte so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Und man denkt, das sei Umweltschutz. Ich sage, kann doch nicht sein. Ich sitze auf dem Sofa, rutsche auf dem Sofa hin und her, also esse ich den Bezugsstoff mit. Also muss es essbar sein. Ja? Suche nur danach die Chemikalien raus. Damit können die Zuschnitte als Torfersatz in Gärtnereien gehen. Und sind etwa 20% billiger. Ich brauche keine Kläranlage, weil die Intelligenz der Filter am Anfang bei der Auswahl der Zutaten ist. Es gibt viele Dinge inzwischen, viele 100 Produkte inzwischen selber. Das ist der erste Schuhabrieb mit Puma, der wirklich für den Kavalierstadt an der Fußgängerampel geeignet ist. Also was zurück in die Biosphäre gehen kann. Das ist das erste Schwarz für Hautkontakt. Bis vor 14 Jahren gab es kein Schwarz, was man auf der Haut tragen konnte, was nicht gesundheitsschädlich war. Das gibt es jetzt auch bei C&A und bei Lidl und sonst wo dazu. Jetzt können wir, weil wir die Blaupause bei Trigema gemacht haben, darum brauchen wir die Industriebasis hier. Wir können nicht sagen, wir fertigen es woanders. Können wir jetzt in Bangladesch fertigen, für weniger als 10 Euro bei Lidl Schlafanzüge machen. Und das ist der erste Textildruck, der erlaubt, dass das Produkt perfekt kompostierbar ist, wo kein Mikroplastik daraus ist. Und das kann in Bangladesch gefertigt werden und wir brauchen dort keine Kläranlage für die Fertigung, weil das Wasser direkt in die Bewässerung gehen kann. Sie können mit Flipflops arbeiten, wenn die Intelligenz bei der Auswahl der Zutaten besteht, nicht beim Arbeitsschutz, den wir dann als Arbeitsschutz ausgeben. Das geht anders. Das heißt aber, dafür müssen wir die Blaupause hier machen. Wir müssen die 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion in Innovation hier umsetzen. Denn sonst wissen wir zwar, wie es geht, aber wir werden es nicht ändern. Wir können aus Algen Kunststoffe machen davon. Da gibt es gerade in Braunschweig wunderbare Arbeiten auch dazu von Kollegen, davon, wo sie mit zu tun können. Wir können Pilze einsetzen, davon als Dämmstoffe zum Beispiel. Es gibt ohne Ende zu tun, Verpackungen daraus, zum Beispiel hier auch, die man umsetzen kann. Es gibt Cradle-to-Cradle-Verpackungen in vielen Bereichen, Produkte, Umsetzungen. Allerdings gibt es auch noch Dinge, die zu verbessern sind. Die Froschprodukte sind wunderbar, aber die Schuhcreme ist nach wie vor zu optimieren. Das heißt, da gibt es was zu tun. Es braucht neue Geschäftsmodelle. Die Firma Giroflex zum Beispiel, nur als Beispiel, verkauft diese Stühle mit einem Pfand von 25%. Also nicht Langlebigkeit, was so allgemein im Lebenszyklusanalyse gepredigt wird, sondern definierte Nutzungszeit. Ja, denn in der digitalisierten Welt kann ich damit die Materialien wiederkriegen und sie wieder einsetzen. Die Giroflex-Leute verkaufen mit einem Pfand. Nicht nach 9 Jahren, nicht nach 11 Jahren, sondern nur genau nach 10 Jahren kriege ich 25% des Kaufpreises wieder erstattet. Dann weiß die Firma, kann damit das beste Material einsetzen, nicht das billigste. Anstatt 40 billigen Kunststoffen können diese Schreibtischstühle mit 3 Kunststoffen hergestellt werden, weil man nur die Nutzung verkauft. Also ich brauche doch keine Waschmaschine, ich brauche doch nur saubere Wäsche. Also nicht Langlebigkeit, 20 Jahre Waschmaschine, sondern der Nutzungszyklus einer Waschmaschine ist sinnvollerweise 9 bis 10 Jahre. Das heißt, man verkauft nur 3000 Mal Waschen und dadurch kann der Hersteller die besten Werkstoffe einsetzen. Also es ist ein anderes Geschäftsmodell. Es gibt nur noch technische Nährstoffe. Die Digitalisierung hebt den Abfallbegriff auf, weil ich ja von vornherein weiß, was es ist. Ja. Das heißt, ich kann es umsetzen. Hier zum Beispiel, wir haben Teppichböden entwickelt. Diese Teppichböden sind nicht nur nicht giftig. Man verkauft nur noch 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung dabei. Und man hat Teppichböden, die nicht nur nicht schädlich sind, sondern die aktiv Feinstäube an sich binden. Habe ich jetzt was Falsches gesagt, Frau Präsidentin? Nein, okay. Ja. Das heißt, es geht um Innovation.
Und es geht darum, dass es viele Dinge im Baubereich gerade dazu gibt. Das weiß ich gerade, dass die Frau Dr. Lemaitre hier ist davon, die können Sie dazu fragen, die ist die Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn die Universitätsgebäude natürlich DGNB-zertifizierte Gebäude wären. Dann hätten wir alle diese Probleme erstmal nicht, weil die in der Zertifizierung betrachtet werden. Wir können Gebäude machen, die nützlich sind. Gebäude wie Bäume, Gebäude, die das Wasser reinigen, Gebäude, die Luft reinigen. Verstehen Sie? Nicht einfach ein Passivhaus und einfach zu versiegeln und Energie zu sparen, sondern nützlich zu sein, Feinstäube an sich zu binden davon. Und das kann man umsetzen. Wir können Gebäude machen wie Büffel, wo alle Materialien nützlich sind, wo die Banken praktisch die Materialbanken werden. Ja, ein Gebäude als Materialbank, und das können wir umsetzen. Es gibt einen Cradle-to-Cradle-Verein in Berlin davon, da gibt es ein Cradle-to-Cradle-Lab davon, wo man durch solche Dinge sich angucken kann. Die kann man sich aber auch in Stuttgart angucken, zum Beispiel in der Geschäftsstelle der DGNB, oder, Frau Dr. Lemaitre? Ja. Also, das heißt, es gibt inzwischen Gebäude, die das umsetzen. Ja, The Cradle in Düsseldorf. Wir brauchen natürlich dafür Beispiele, wie man Dinge anders machen kann. Hier zum Beispiel Vollholzhäuser. In Venlo kann man sich das angucken. Die Happy Healthy School ist ein Beispiel, wo man die Nährstoffe zurückgewinnt. Viele, viele solche Dinge. Also es geht sozusagen immer schneller. Gebäude können damit Materialbanken sein. Ein kurzes Video, nur eine Minute. Ich bin auch gleich fertig dazu. Jetzt halt so wollte ich es nicht. Also ein Video will ich hier noch haben dazu kurz. Haben Sie das eingebaut als Sollbruchstelle? So, weil Sie sehen können, dass damit nur noch technische und biologische Nährstoffe sind. Es gibt hier die Firma Maersk. Ne? Gucken Sie es im Internet nach. Maersk macht damit ganze Gebäude mit Materialpassports. Geht das? Maersk Line will implement the most comprehensive cradle-to-cradle passport ever seen for the new giant Triple E ships. The cradle-to-cradle passport will identify each and every nut and bolt of the giant 60,000-ton ships, making vastly improved recycling. Gut, das gibt's im Internet sowieso. Also, das heißt, wir kommen sozusagen mit der Kapazität da nicht hinterher dazu. Das heißt, die Digitalisierung wird Cradle-to-Cradle voraussetzen. Wenn Sie nicht wissen, was es ist, können Sie es nicht digitalisieren. Ja, das heißt sonst nur Digitalisierung, weil unser Wirtschaftsminister so korpulent ist. Sonst würde das Dünitalisierung heißen. Da ist nichts dahinter. Die Digitalisierung bedeutet definierte Zusammensetzung, definierte Nutzungszeit, Biosphäre oder Technosphäre. Und damit kann ich alle Materialien dafür gestalten. Das setzt aber voraus, dass Solaranlagen Dienstleistungen werden müssen. Ich war bei BMW gewesen, ausdrücklich Entschuldigung, Frau Lemaitre hat mir gesagt, ich soll keine Firmen negativ nennen dazu. Ich war bei einem süddeutschen Autohersteller gewesen und die haben ihre Fabrik der Zukunft gezeigt. Und was machen die? Sie kaufen Roboter, 200 Roboter. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, nicht zu wissen, ob ich lachen oder weinen sollte. Niemand braucht diese verdammten Roboter. Wenn Sie die Roboter kaufen, müssen Sie sie auslasten. Ja. Anstatt zu fragen, was sind giftige, langweilige Tätigkeiten und die soll jemand übernehmen, der kein Mensch dafür sein sollte, weil es einfach nicht menschenwürdig ist. Also, warum schreiben die nicht 100 Millionen Schweißpunkte aus? Ja. Dann kriegen Sie die Schweißpunkte zum billigsten Preis. Sonst zahlen Sie jede Umprogrammierung, jede Wartung. Und müssen diesen Roboter auslasten, nur damit das finanziert werden kann. Ja? Das heißt, die Marktwirtschaft ist doch gar nicht begriffen. Der Gewinn ist privatisiert, das Risiko trägt die Gesellschaft davon. Das heißt, wir können das umsetzen. Dann kann eine Waschmaschine nicht solche giftigen Stoffe abgeben, sondern ich verkaufe eben nur 3000 Mal waschen. Ich kann eine Fassade mit Algen machen und diese Algenöle lassen sich wunderbar für Brennstoffzellen verwenden. Eine Algenfassade ist 80 Mal produktiver als ein Maisfeld, was das Eiweiß angeht.
Wenn Sie Rindfleisch essen, nehmen Sie nicht mal 20% des Eiweißes auf. Hören Sie auf, den Leuten das Fleisch madig zu machen, sozusagen, weil es aus moralischen Gründen, die Moral vergessen die Leute dann, wenn sie die Fleischeslust haben, sozusagen. Das heißt, das ist einfach die ungesündeste Form von Eiweiß. Ja, die Leute in Indien haben recht, wenn sie keine Rinder verspeisen, weil sie nehmen weniger als 20% des Eiweißes auf. Wenn sie Algen aufnehmen, dazu nehmen sie über 80% des Eiweißes auf. Fragen Sie doch nicht, wie kann ich noch den Wasserfootprint von Rindfleisch minimieren, sondern sagen Sie doch einfach, was ist gesundes Essen. Ja? Und dann kommen Sie dazu, Algen anzubauen. Wir müssen uns aktiv das CO2 zurückholen aus der Atmosphäre, ganz ausdrücklich. Machen Sie doch als Ziel für 2100, wir werden wieder die CO2-Gehalte in der Atmosphäre haben, die wir 1900 hatten. Wenn wir nur sagen, wir sollen unsere CO2-Menge minimieren, dann werden wir tatsächlich nichts erreichen. Wir werden uns nur beschäftigt halten. Geben Sie uns klare Ziele. Das CO2 muss zurückgeholt werden, weil die Halbwertszeit über 500 Jahre ist. Und das ist zerstörerisch. Lassen Sie uns doch schauen. Und allein wenn wir 4 Promille unseres Bodens zurückholen würden, an Humusgehalt, davon könnten wir die Emissionen ausgleichen. Allein darüber. Wir müssen es zurückholen, es aktiv umsetzen. Wenn Sie schauen, Nährstoffrückgewinnung, Instituto Ambiental, davon nur, wir brauchen ein anderes Bio, wie nochmal dargestellt. Unser Essen muss in der Nahrungskette an völlig anderer Stelle einsteigen, bei Pilzen, bei Bakterien, bei Algen. Wir brauchen Modellregionen. Wir brauchen einen Zukunftspakt, wie zum Beispiel in Bielefeld. Wir brauchen Modellgemeinden. Das sind die Unis, an denen ich im Moment tätig bin. Das ist jetzt die Universität Leuphana-Lüneburg davon. Und es gibt einen Kongress, wo ich Sie ausdrücklich darum bitten wollte, hinzukommen. Es gibt für Studenten günstige Tickets oder Sie können damit aushelfen, dann können Sie kostenlos dabei sein. Weil sonst gebe ich Ihnen oberflächlich nur einen Überblick. Aber Sie haben vielleicht verstanden, es ist nicht das Bestehende weniger schädlich zu machen. Sie schützen damit die Umwelt nicht. Es geht um Innovation, Qualität, Schönheit. Es gibt viele Gruppen, die das umsetzen. Ich habe das in Venedig vorgestellt, finden Sie im Internet auf der Biennale davon. Das zeige ich ausdrücklich jetzt nicht mehr. Die Gebäude als Bäume zu zeigen, den menschlichen Fußabdruck zu feiern. Die Grundidee ist, jemand anzugucken und zu sagen, schön, dass du da bist. Ja? Und nicht kannst du 10% weniger Schwein sein. Und das wird dazu führen, dass wir insgesamt einen viel bescheideneren Lebensstil haben, nicht weil uns jemand einen Veggie-Tag vorschreibt, sondern weil wir uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Aber es setzt voraus, die Menschen als Chance zu begreifen, nicht als Belastung. Vielen Dank. Okay, schön, dass ihr noch alle wach seid. Kein Wunder bei so einem spannenden Vortrag. Genau, wir gehen noch mal kurz die Regeln für die Fragerunde durch. Wie der Name das schon impliziert, solltet ihr am besten Fragen stellen, keine einfachen Aussagen stellen. Wir haben jetzt auch ein bisschen überzogen wegen dem guten wegen der guten Einführung am Anfang. Also wir werden es jetzt auch versuchen, nicht allzu sehr hinzuziehen. Ich mache mal einen Timer auf 20 Minuten, also ich hoffe, ihr könnt das noch aushalten. Ich wette, die Fragen werden gut sein. Und genau, Herr Brongard wird die Fragen dann nochmal wiederholen von euch und ich rufe euch auf. Also es ist geöffnet für Fragen. Ja. Ja, vielleicht kennen Sie diesen, also die Frage war, wie sind in Entwicklungsländern diese Dinge umzusetzen? Da sind die Leute doch froh, wenn sie eine Müllverbrennung haben, anstatt dass eine Deponie dort ist, wo einfach der Dreck nur rumliegt. Ja. Ich sage Ihnen, wir haben als Deutschland, Dänemark nach Mumbai eine Müllverbrennungsanlage geliefert und der Müll brennt überhaupt nicht. Die müssen
80 Tonnen Heizöl am Tag dazugeben. Vielleicht haben Sie den Film Slumdog Millionär irgendwann mal gesehen. Davon, da waren 10.000 Leute beschäftigt mit der Müllsortierung. War keine tolle Arbeit, aber sie haben immerhin ihre Auskommen gehabt. Jetzt steht dort eine Müllverbrennungsanlage, für Müll, der gar nicht brennt. Denn wenn Sie Papier und Kunststoff herausnehmen und der Wasseranteil ist so viel höher, dann können Sie alles Mögliche mit dem Müll machen, aber ihn zu verbrennen. In Shanghai übrigens auch, die reichste Stadt der Welt kriegt eine deutsche Verbrennungsanlage geschenkt. Davon. Ich habe eine Eiscreme-Verpackung entwickelt, die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit. Die ist nur eine Folie, wenn sie gefroren ist. Ja. Das heißt, wir denken von Skandinavien aus, wenn Sie in Schweden sind, dann müssen Sie eine Bananenschale einsammeln, weil sie 20 Jahre rumliegen bleibt. Ja. Aber je südlicher sind, desto mehr schmeißen die Leute weg. Aber es sind halt die falschen Verpackungen. Ja. Diese Verpackung können Sie wegschmeißen, da steht drauf Please Litter. Die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit und sie enthält Samen von seltenen Blumen, sodass sie durch das Wegwerfen, wie jeder Singvogel, zur Artenvielfalt beitragen. Das heißt, warum soll ich das Müllmanagement optimieren für die falschen Produkte? Damit mache ich das Falsche nur perfekt. Eigentlich ist das Wegwerfen das Richtige, weil man dort die Nährstoffe zurückbringt. Früher, die Menschen schmeißen jeden Tag im Moment aus Zügen in China etwa 30 Millionen Verpackungen. Ja, es ist alles dieses Styroporzeug. Die Chinesen nennen das im doppelten Sinne weiße Verschmutzung, weil es durch die Weißen verursacht worden ist und weil es aussieht wie Styropor, halt wie Schnee sozusagen entlang. Früher waren die Bahnlinien die fruchtbarsten Gemüsebeete, weil die Leute ihre Bananenblätter und sonst was rausgeschmissen haben. Heute liegt dort Styropor. Soll ich jetzt deshalb eine Verbrennungsanlage für Styropor machen, damit das nicht dort liegt, oder soll ich lieber eine Verpackung konstruieren, die wieder in biologische Systeme zurückgehen kann? Damit optimieren Sie nur das Falsche. Und das sehen Sie hier bei uns. Die Stadt Köln hat das höchste Müllaufkommen in Deutschland, dreimal höher pro Kopf als Aschaffenburg. Davon in Deutschland bei gleichen vergleichbaren Lebensbedingungen, weil sie verzweifelt ihre Verbrennungsanlagen füllen müssen. Ja, dann arbeiten sie letztlich für die Verbrennungsanlage. Und wie gesagt, jede Tonne, eine Anlage wiegt etwa 80.000 Tonnen. Jede Tonne, die sie herstellen, verursacht bei ihrer Herstellung etwa 90 Tonnen Abfall davon. Das heißt, sie können auf 20 Jahre nie die Müllmenge einholen, die allein der Bau und Betrieb dieser Anlagen schon verursacht. Sie müssen doch sehen, dass jeder Lastwagen, der dafür gemacht wird, um diese Müllverbrennungsanlage zu bauen, davon eine Müllbilanz hat. Ja. Das heißt, am Schluss arbeiten wir für die Verbrennungsanlage, anstatt dass wir dafür arbeiten, dass die Leute eine gesunde Umwelt haben. Dann optimieren sie eben das Falsche damit. Ja. Und natürlich können Sie sagen, als Übergang, weil es giftig ist oder sonst was, dann müsste man aber die Verbrennungsanlagen befristen, auf 2030 vielleicht. Ja, und sagen, bis dorthin entwickeln wir Produkte, die wirklich für Kreisläufe geeignet sind. Sonst verlieren Sie alle diese Nährstoffe dabei. Alles klar. Bitte sehr. Was sollte Fridays for Future anders machen? Also erstens, ich bin nicht dafür da, Ratschläge dafür zu geben. Ich freue mich, dass die Leute sich engagieren, wobei ich mich ja ärgere, sozusagen, dass es, ich meine, wir haben die Kinderarbeit abgeschafft, warum müssen die Kinder jetzt sozusagen unsere Arbeit machen, wo wir sie doch eigentlich wirklich an der Universität lösen sollten davon. Was man vielleicht machen sollte als Universität, ist, man sollte sich auf Boden konzentrieren, auf die Rückgewinnung des Kohlenstoffs in Boden, aus der Atmosphäre und den Erhalt des Bodens, weil es das zentrale Substrat ist und weil es das Leichteste ist, was wir wirklich machen könnten, davon, um tatsächlich Kohlenstoff zu binden. Davon. Und da gibt es viele, viele Methoden dafür, tatsächlich zu verstehen, dass es nicht gegen was ist, sondern dass es für was ist. Ja, und dass wir uns als Ziel vornehmen, bis 2100 den Gehalt wieder in der Atmosphäre zu haben, den wir 1900 hatten. Dann haben meine jungen Maschinenbauer und Ingenieure eine positive Aufgabe. Wenn ich denen nur sage, sie sollen nicht in den Urlaub fliegen, dann sagen sie, hey, du bist da auch hingeflogen, jetzt tu mal nicht so. Ja? Davon, warum soll ich jetzt nicht hinfliegen? Also dann kommen wir wegmesserisch hin und ordnen uns das zu, anstatt dass wir sagen, hey, lasst uns Kohlenstoffmanagement wirklich aktiv machen. Holt uns das zurück. Ich habe in Dubai jetzt eine Anlage angefangen, davon, dort gewinnen wir das, frieren wir mit der Sonnenwärme, also mit der Sonnenenergie frieren wir das CO2 aus. Bei minus 78 Grad geht das ganz leicht. Wir frieren auch den Wasserdampf aus und stellen daraus Kunststoffe und Methanol her.
dann haben wir das als Rohmaterialbasis. Denn Sonne haben wir mehr als genug. Wir müssen sie bloß lernen zu ernten. Aber wir brauchen dafür Geschäftsmodelle, die unbedingt an der Uni entwickelt werden müssen, dass eben solche Produkte Dienstleistungen werden. Sonst werden wir den Maschinenbau in den nächsten 15 Jahren einbüßen. Dann werden wir ein schönes Museum für Indien und China werden, aber wir werden nicht die Vitalität mehr haben, die Dinge zu ändern. Darum ist das Erste zu sagen, aktiv wirklich neue Geschäftsmodelle zu entwickeln für die Biosphäre und für die Technosphäre im Management. Also Fenster nicht zu verkaufen, sondern 30 Jahre durchgucken und Wärmedämmung zu verkaufen. Dann kann der Hersteller das beste Material verwenden, nicht das billigste. Das heißt also, diese Dinge sind zu tun, aber wie gesagt, ich denke, Kinder haben ein Recht auf eine unbelastete und unbefangene Kindheit. Was wir jetzt doch tun, ist etwa, wir delegieren das etwa an die Kinder, dass sie für uns sozusagen protestieren sollen und wir schließen uns dem an. Das kann es nicht sein. Jede Diktatur, die die Dinge nicht ändern will, schnappt sich immer die Kinder und ändert sozusagen die Wahrnehmung davon. So wie Albert Einstein schon mal schön gesagt hat, Facts are facts, but perception is reality. Das heißt, wir machen ein Perception Management. Sie können schon was tun dazu. Also jeder Neonazi ist besser für die Umwelt als Sie sozusagen. Weil wenn Sie eine Glatze haben, brauchen Sie 7000 Liter weniger warmes Wasser sozusagen. Ja? Also weniger schlecht zu sein dazu, aber das hilft uns nicht unbedingt. Ja? Also lassen Sie uns doch wirklich überlegen, wie wir die Dinge wirklich ändern. Und was wir können, sind vor allem also neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist das Entscheidende. Also kein Ventilator mehr zu verkaufen, sondern gesunde Luft. Nicht Langlebigkeit, sondern definierte Nutzungszeiten. Und das ist die Aufgabe der Universität. Darum sind wir hier. Und da es nicht mehr so schick ist, Banker zu werden, sage ich Ihnen, machen Sie Werbung in Ihrer Verwandtschaft, Bekanntschaft für Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften. Wir brauchen jetzt die schlauesten und besten Leute. Ich will Ihnen ganz offen sagen, wegen der Umweltkatastrophen hat es in Chemie nie ein Numerus Clausus gegeben. Wir mussten jeden nehmen, den wir irgendwie kriegen konnten davon. Ja? Jetzt ist es nicht mehr so schick, Banker zu werden. Darum studieren Sie Chemie, studieren Sie Physik, Ingenieurwesen, Biologie. Und ändern Sie die Dinge und tun Sie sich mit Ihren Familien zusammen, denn wir brauchen wirklich Lösungen, die wir entwickeln daraus. Also nicht die Fridays for the Future, sondern es ist unsere Aufgabe der Universität. Und ich hoffe, es ist Ihnen klar geworden, dass wir ein Teil des Problems sind. Wir variieren die bestehenden Dinge, weil dafür kriegen wir Geld. Ja. Wir brauchen die Dinge völlig neu. Ja. Also das Schöne ist, die Generation, die jetzt da ist, braucht keine Anreize mehr. Sie braucht einfach nur stolz sein. Also die Frage war, welche Anreize wird es dazu brauchen, die Dinge zu ändern? Unser eigentliches Problem ist es, dass die bestehenden Systeme falsch sind und hoch optimiert sind. Das heißt, wenn Sie was Neues machen, jedes Kilo, was Sie aus der Verbrennungsanlage rausholen, müssen Sie doppelt bezahlen dabei. Ja? Darum, verstehen Sie, ein Baby hat etwa 5000 Windeln zum Beispiel. Ja, wie absurd. Sie können lange Hightech wiederbefüllbare Babyverpackungen machen. Also nicht die Plastiktüte ist das Problem, sondern die Babywindel. Und natürlich hat die Firma Procter & Gamble, Entschuldigung, sollte nicht wieder schlecht über Firmen sagen, der Hersteller der Windeln macht die Kosten für die Allgemeinheit. Aber inzwischen brauche ich die, weil ich den Heizwert brauche in Shanghai. Ja? Sonst brennt der Müll überhaupt nicht. Das heißt, ich muss sozusagen das Falsche optimieren und dann mache ich die ein bisschen weniger Superabsorber-Einsatz und die Zellulose ein bisschen leichter und dann habe ich tatsächlich nichts erreicht. Es braucht keine Anreize, es braucht eigentlich nur die Dinge nochmal neu zu denken, von vornherein. Einfach nur zu sagen, alles und zwar ganz simpel und darum setze ich dieses Cradle to Cradle so schnell durch, weil es sich eine Ja-Nein-Entscheidung erlaubt. Kann ich es kompostieren? Kann ich es in meinem Ofen verbrennen und die Asche kann in meinen Garten gehen oder nimmst du es zurück? Ja, das ist alles. Ja. Warum soll ich für etwas zuständig sein, was ich doch gar nicht weiß, was es ist? Ja. Also nehmen wir die Marktwirtschaft doch ernst. Im Moment ist der Gewinn privatisiert und das Risiko trägt die Allgemeinheit. Ja. Das kann nicht sein. Derjenige, der das Geld verdient, hat auch das Problem. Ja. Darum kaufe ich eben nicht mehr die Waschmaschine, sondern nur die Nutzung der Waschmaschine.
dann kann der Hersteller viel bessere Materialien einsetzen. Also es ist eher ein anderes Denken, was notwendig ist. Darum ist die Universität als Diskurs und so eine Veranstaltungsreihe ja wichtig, weil ich Ihnen versuchte zu erklären, dass unser Denken sehr stark von Religion und Kultur geprägt ist, ohne es zu reflektieren. Ja. Eben wie das Klima, neutral. Ja. Ja. Was einfach Blödsinn ist und trotzdem plappern das alle nach. Ja. Darum ist es wichtig, einen Diskurs darüber zu haben und dann nochmal neue Dinge zu machen. Und es entstehen endlos viele neue Produkte daraus, die sind hochprofitabel. Die Teppichböden, die aktiv Feinstäube an sich binden, davon schaffen Umsatzrenditen von über 20%, weil ich die Intelligenz an Anfang packe und ich kann das beste Material nehmen. Ich verkaufe nur 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Es braucht nur neues Denken und das relativ schnell, weil wenn Sie das nicht haben, die Druckindustrie verschwindet jetzt aus Deutschland, weil die Kataloge und Jahreszeitschriften und Kalender werden in China gedruckt und wir machen die Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll. Weil wir denken, das Umweltthema ist ein Moralthema, anstatt es als das einzige echte Innovationsthema zu begreifen. Weil für die allen Bereiche, Digitalisierung, Elektronik, Nanotechnik, Gentechnik, haben wir überall den Anschluss verpasst in Europa. Aber wir wissen, wie wir Dinge machen können, dass sie gesund sind und gut für die Umwelt. Und dies als Innovationschance und nicht als moralische Herausforderung. Das ist die eigentliche Grundlage der Arbeit, die ich Ihnen vorstelle. Okay, ich gehe noch mal kurz die aktuelle Redeliste durch, damit ihr also einen Blick habt. Gut, ich mache es jetzt ganz kurz. Ja, okay. Genau, die Vorne haben wir einmal den Donner, dann die Lüben, dann die Dame da oben und dann einmal ganz oben hinten in der Ecke. Also, bitte sehr. Okay, ja, vielen Dank. Also, es gibt mir jetzt so viel zu denken, dass ich gar nicht weiß, welche der vielen Fragen, die mir hier rumständig stellen soll. Aber ich schließe jetzt einfach an die letzte an, was ich nicht vorhatte. Ein bisschen habe ich jetzt verstanden, dass man durch Verbraucherverhalten richtige Produkte von falschen unterscheiden kann, wenn die richtigen kompostierbar sind. Aber woher kriegen wir die Informationen? Und ist es nicht auch ein bisschen auch so, wunderbar, und ist es nicht auch ein bisschen so, ich fange nochmal vorne an. Ich habe ein bisschen verstanden, es gibt eine Angebotsseite und es gibt eine Verbraucherseite. Und als Verbraucher sind wir zumindest, glaube ich, von unserem Denken her jederzeit bereit, wenn wir die Alternative haben, lieber ein kompostierbares Produkt zu kaufen, wenn das die gleiche Funktion hat wie ein jetziges, übliches Produkt. Im Anschluss an die Frage meiner Vorrednerin, aber möchte ich auch fragen, inwiefern ist denn das, was wir hier treiben und wie sich das entwickelt, an dieses Wirtschaftssystem, an dieses jetzige kapitalistische Wirtschaftssystem gebunden, wo es eben um die Gewinnmaximierung einer privaten Firma letztlich geht und eine Externalisierung dieser Umweltkosten. Ich hoffe, dass das halbwegs verständlich ist, meine Frage. Ja, also ich halte das alles für eine Ausrede. Wenn Sie sehen, die Generation, die jetzt da ist, die will stolz auf sich sein. Die sagt, okay, das brauche ich zum Leben, das ist das, was ich haben will. Und die werden in Zukunft nicht mehr zu Firmen gehen, die diese Schweinereien begehen. Das heißt, das geht innerhalb dieses Systems. Ja? Weil warum soll ich denn, wenn ich jemand mehr Geld anbiete im Institut, dann sagt, da kann ich nicht lieber eher mehr Freizeit haben, ja? Weil ich mich dann noch für andere Dinge engagieren kann. Also es ändert sich im Moment. Das ist ein völliger Paradigmenwechsel davon, dass die Leute können sie sozusagen nicht mehr für die Schweinereien, die sie begehen, mit Geld entschädigen. Das ist nicht mehr so. Also darum ändert sich das jetzt auch so schnell. Und ich nehme nur die Marktwirtschaft ernst. Ich sage nur, was wichtig ist, dass wir begreifen, wir sind nur für ganz wenige Dinge Verbraucher und Verbraucherinnen. Wir verbrauchen keine Waschmaschine, wir verbrauchen keinen Fernseher, wir nutzen die Dinge nur. Ja. Und für eine Generation vorher war das Eigentum noch Religion. Ja. Der Unterschied zwischen Ost und West war Eigentum. Das ist weggefallen. Und die Leute merken das großenteils noch gar nicht von der Entscheidergeneration, dass es den Leuten, die kaufen keinen Fernseher, sondern sie brauchen die Dienstleistung davon. Und das erfolgreichste Geschäft, was Otto jetzt macht, ist die Vermietung der Waschmaschinen. Aber in der nächsten Schritt kann ich andere Waschmaschinen damit herstellen, weil ich ja dann nicht mehr das Billigste einsetzen muss. Also, wenn Sie das sehen, im Internet gibt es viele, viele Filme dazu, dann sehen Sie, dass es vor allem das Entscheidende ist, die Entwicklung von Geschäftsmodellen. Ja, dass wir wirklich eben den Leuten das verkaufen, was sie wirklich haben wollen in der Marktwirtschaft und nicht einen Haufen Sondermüll, mit dem sie ihn nachher entsorgen sollen irgendwo. Also, das geht zunächst mal in dem System, wobei sich das System dann ändern
wird, weil wir einfach keine Human Resources sind. Ja. Also wir werden, wie das System funktioniert durch Einschüchterung und durch Angst immer noch. Und wenn die Menschen keine Angst haben, das allereinzige Dilemma, und das, wenn ich mal erlauben darf, muss ich schon, ist das, dass ich habe viele Naturvölker gefragt darüber, wovor Menschen wirklich Angst haben. Und es ist nicht die Angst zu sterben, sondern es ist die Angst, etwas zu verpassen, bevor man stirbt. Und das ist ein Problem, wo ich wirklich am Diskutieren mit Ihnen sein muss. Das Internet macht Sie generell unglücklicher. Denn je mehr Bilder Sie sehen, desto mehr denken Sie, Sie verpassen was. Ja. Und das ist das eigentliche Problem. Und das muss dann ausgeglichen werden durch entsprechende Entschädigungen sozusagen. Und zu lernen, dass wir nichts verpassen davon, ja, wenn wir Zeit mit unseren Kindern nehmen, dass wir nichts verpassen, wenn wir ein Kulturmusikstück hören, dass wir nicht streamen müssen irgendwo, sondern dass wir wirklich den Moment als solchen wahrnehmen und ihn als solchen genießen. Das ist das Wichtigste. Sie kennen das Neudeutsch, heißt das FOMO, das Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen. Ja? Und je mehr Bilder Sie sehen, desto tendenziell unglücklicher werden Sie dabei. Darum gibt es 18-jährige Selbstmordattentäter, weil sie sagen, wenn ich für meine Religion das getan habe und 100 Menschen umgebracht habe, dann habe ich sozusagen mein Leben erfüllt. Aber das ist ein auslaufendes Modell. Ja? Die anderen, verstehen Sie? Das heißt, warum soll ich meinen Kopf hinhalten, weil ich dann das und das alles verpasse? Darum müssen wir unsere Kriege mit Maschinen machen, weil niemand mehr den Kopf für sein Blödsinn hinhält. Ja? Verstehen Sie? Und diese Fragen müssen wir diskutieren. Ja, klar. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Braunack, wie kann man Sie denn vielleicht, falls noch Fragen bestehen, ansonsten nee, ich kann Ihnen nur sagen, es gibt eine Cradle-to-Cradle-Gruppe. Ich habe Ihnen auch gesagt, ich werde in den nächsten 5 Jahren mindestens 200 Doktorarbeiten noch betreuen. Davon, um dies auch umzusetzen, ich habe die Möglichkeiten dafür, auch die Möglichkeiten, dies umzusetzen, zu finanzieren. Und ich sage Ihnen, machen Sie einfach mit. Es gibt eine Cradle-to-Cradle-Gruppe. Machen Sie bei der lokalen Gruppe mit hier. Ich weiß nicht, wie man da vielleicht auch dazu tun Sie sich zusammen und erfinden Sie alle Dinge nochmal neu. Machen Sie Dinge, die nützlich sind. Es gibt nur 5 Arten, die Leute zu kontrollieren, möglichst wenig Schweinereien zu machen. Aber es gibt Hunderte und Tausende von Arten, Menschen zu unterstützen, so zu sein, wie sie sein wollen. Denn 95% der Leute sind wahnsinnig gut, freundlich, engagiert, wenn man ihnen die Chance dazu gibt. Aber 95% der Menschen benehmen sich barbarisch, wenn sie Angst haben und wenn sie sich unsicher fühlen. Darum ist das Erste, die Grunddiskussion, die Frage des Menschenbildes. Ja, und die entspricht weder dem Judentum noch dem Christentum. Wenn Sie mir noch eine Bemerkung am Schluss erlauben, ist die Grundfrage ist, ob das Böse seine eigene Qualität hat. Die nicht nur seit Augustinus. Wenn das Böse eigene Qualität hat, dann müssen Sie das Böse bekämpfen. Ja, dazu. Wenn aber das Böse nur die Abwesenheit von Gut ist, also nur die Abwesenheit von Qualität, dann können Sie doch das Gute unterstützen, dann müssen Sie nicht das Böse bekämpfen. Das ist entscheidend. Es gibt keine Dunkelheit hier draußen, es gibt nur die Abwesenheit von Licht. Es gibt keine Kälte, sondern nur die Abwesenheit von Wärme. Also lassen Sie uns doch über das unterhalten, was wir gemeinsam machen wollen, anstatt uns gegen etwas zu wehren. Lassen Sie uns dafür einsetzen, wie die Welt anders aussieht. Und dann gewinnen wir die Leute mit. Auch die Leute, die im Moment mit Zerstörung noch ihr Geld verdienen. Vielen Dank.